Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others. That they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal, in interaction with other various metal plates, in a saltwater solution, creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 6. Juli 2017 und das ist der 68. offizielle deutschsprachige Wissenssucher-Workshop. Und wie ihr wohl schon mitbekommen habt, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, es sind jetzt quasi jeden Tag, nicht unbedingt Schulungen, aber jeden Tag finden öffentliche Workshops statt im englischsprachigen öffentlichen Zoom-Raum. Und heute war natürlich auch wieder der 179. Knowledge Seekers Workshop, aber die Tage davor, also jeden Tag, jeder Wochentag war ein Workshop, beziehungsweise nicht nur der eine, sondern immer vormittags und nachmittags. Das war den ganzen Tag quasi was los. Und ich habe wie immer eine Zusammenfassung des heutigen Workshops und war auch in den anderen Workshops dabei, habe mir dazu aber jetzt keine detaillierte Notizen gemacht, aber bevor ich hier jetzt drauf eingehe, würde ich euch bitten,
dass wir gemeinsam mal die ganze Woche besprechen, was jetzt seit Donnerstag sich so entwickelt hat. Und wenn dann irgendwas fehlt aus dem heutigen Workshop, dann füge ich das am Ende hinzu. Ich habe ja, wie gesagt, meine Notizen dazu. Aber generell, wer möchte was dazu sagen, also wie er das empfunden hat, was jetzt in den Workshops der letzten Woche so, worum ging es, was wurde gesagt, was waren so die berührendsten Momente für euch oder ja. Ja. Mario, grüß dich, schönen guten Abend. Was ich extrem wichtig fände, ist, dass wir dann nach die Nachmittagssession vom 4. Juli, Dienstag, am 4. Juli, ab 1 Stunde 38 Minuten für circa 30 Minuten zusammenfassen würden. Ich habe mir das schon ein, zwei Mal angehört, aber das ist halt einfach, jedes auf dem Level des Verständnisses. Man kann es, wie gesagt, auf der physischen Ebene, auf der seelischen Ebene, auf der emotionalen Ebene alles jetzt betrachten. Ich möchte vollkommen abgekoppelt von dem, wenn das geht mich ja auch eigentlich überhaupt nichts an, weil ich auch nicht eingebunden bin jetzt auch in die Struktur ganz bewusst, ja, der Cash Foundation. Aber dennoch, aus ethischen Gründen muss ich das dennoch betonen, weil ich das immer wieder so mitbekomme. Es ist noch immer unethisch. Es war auch schon immer, es wird immer unethisch sein, illegale Kopien der Bücher von Cash sich downzuladen und dann mit einem Argument quasi, naja, die Cash Foundation wird dadurch nicht ärmer oder so quasi nach dem Motto, naja, die haben ja schon quasi ihre Einnahmen. Nein, das ist es nicht, es ist eine der oder die wichtigste Einnahmequelle wahrscheinlich, ja, aber dennoch, es ist nicht das Ethos. In irgendeiner Weise muss man das wieder zurückgeben, also am besten in Form einer Donation oder einfach nur bestellen, die Bücher. Also das wird dann ein Bücherregal sein, wird auch nicht verstauben. Also ja, ansonsten gibt es, meinerseits nichts. Es gibt nur ein paar Segmente, finde ich, die sehr, sehr wichtig sind. Auch das heutige natürlich, wo, finde ich, auch die menschliche, urmenschliche, emotionale Seite auch von Cash da zum Tageslicht kommt, ans Tageslicht kommt. Die Geschichte eben von Cash, dass er schon 4 Attentatsversuche hinter sich hat und mit dem Hinweis quasi, und da habe ich auch reingeschrieben, da bin ich ja, ich wollte was sagen, aber es ist, ich glaube, es war so ein bisschen das Bedürfnis und ein Gedanke oder die Erwartung auch von Cash zu sagen, naja, was haben wir als involvierte Mitmenschen da gemacht, die da auch durch den Dreck gezogen sind mit unverschämten Lügen durch Dirk Lawrensons Website etc. Unter anderem auch mein Name. Ja. Nur ich habe eine Ehe gesagt, hätte ich mehr Geld als das Existenzminimum, dann würde ich auch eine Sammelklage und eine strafrechtliche Anzeige machen gegen den Herrn Dirk Lawrensons. Weil das faktisch einfach Lügen sind, das kann ich beweisen. Und sonst, wie gesagt, ich werde es mal stumm stellen und lasse mal ein andermal den Vorrang. Dankeschön. Ja, möchte noch jemand was sagen zu den Workshops oder den Sitzungen der letzten Tage? Ansonsten, wenn jetzt keiner noch was sagen möchte, dann mache ich die Zusammenfassung erstmal und dann fällt wahrscheinlich einiges auch wieder ein. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr dann im Anschluss noch was zu sagen habt dazu, dann bitte gerne. Okay, also das jetzt insbesondere vom heutigen Tag. Es fing damit an und endete auch damit. Also heute ist ein besonderer Tag. Heute ist das einjährige Jubiläum des Todes von Fabium Alfonso, der ja dadurch so einen inszenierten Autounfall ums Leben gekommen ist. Und seine Freundin, die Naomi, die ist ja auch schwer verletzt gewesen. Also die Ärzte haben ihr gar keine Überlebenschancen gegeben. Sie hatte schwere Knochenbrüche, also die ganze Hüftknochen waren gebrochen. Und sie ist auch lange Zeit, ich glaube in etwa ein halbes Jahr oder so, ist im Koma gewesen. Und ist dann aber ständig durch die Hilfe von Herrn Cash persönlich. Also die beiden, Naomi und Fabio, standen Herrn Cash auch in der Cash Foundation sehr nah. Und
Und das, ja, das war wie gesagt ein Thema. Also einmal den Tod nochmal zu bedenken. Und dann wurde ein Video gezeigt über die Entwicklung und Fortschritte von Naomi, wie sich das jetzt, der gesamte Krankheitsprozess, also das jetzt, dass sie halt lange im Koma lag und dann aber durch die Plasmatechnologie es doch geschafft hat, also erstmal aus dem Koma wieder zu erwachen und dann auch Stück für Stück zu genesen. Sie kann vereinzelt, also sie hat, sie muss quasi die ganze, so wie ich das gesehen habe, sie muss quasi die ganzen körperlichen Bewegungen wieder neu lernen, als wenn sie, als wie ein Kleinkind, das das erste Mal gehen lernt. Also sie hat einen sehr verkrampften Körper, sie hat Schwierigkeiten mit jeder Bewegung. Sie kann vereinzelt zwar ihre Arme, Beine und so weiter bewegen. Ich habe auch einmal gesehen, dass in dem Video, dass sie auch ein paar Schritte gehen konnte. Der Vater von Naomi sagte auch noch, dass es ihr noch etwas besser geht inzwischen als das, was in der Zusammenfassung heute gezeigt wurde. Und auf jeden Fall, sie ist auf einem guten Weg. Sie lächelt auch zwischendurch, obwohl ihr rein physisch das Lächeln schwerfällt. Also die Gesichtsmuskulatur und alles ist halt, muss halt neu aufgebaut werden. Und ja, das war auch vermutlich ein Teil, komme ich gleich nochmal drauf zu, was Kevan ja auch schon sagte, dass die emotionale Seite von Herrn Kelch heute ein bisschen auch zum Vorschein kam, seine Frustration und dass er mit diesen ganzen Vorfällen, diesen Anschlag und weitere Anschläge ja auch natürlich unmittelbar involviert ist, die diversen Mordanschläge auf Herrn Kelch, auf seine Familie und das lässt sie natürlich nicht kalt. Aber dazu später noch mehr. Die neue Webseite ist online und das war auch gedacht für den heutigen Tag, insbesondere weil der Fabio mit an der neuen Webseite geplant hat, beziehungsweise mit an der neuen Webseite arbeiten wollte, aber es dann natürlich nicht mehr dazu kam. Aber deswegen passend zu seinem Gedenken heute wurde die neue Webseite der cashfoundation.org veröffentlicht. Die zeige ich gleich auch nochmal, beziehungsweise ich kann das eigentlich jetzt gleich mal zeigen, gerade dabei sind. Okay. So, das ist die neue Webseite, die sieht optisch ganz ansprechend aus. Die andere, die vorige Seite, die war ja wirklich nicht unbedingt auf dem neuesten Stand. Hat natürlich seinen Zweck erfüllt, aber hier sieht man es so ein bisschen, hier oben kommen immer mal neue Bilder, so eine Slideshow und die Ziele hier der Cash Foundation, also die Cash Foundation Bildung. Ja, das ist nochmal zum aktuellen Anlass, Countdown. Ich zeige das jetzt einfach hauptsächlich ein bisschen optisch. Inhaltlich könnt ihr das euch ja dann alle selber mal angucken. Hier die Seite über Herr Cash. Hier ist ja so eine Zeitlinie zu sehen, wann welche großen Ereignisse geschehen sind. Die verschiedenen Konferenzen und so weiter. Eine ganze Menge. Und ja, also prinzipiell ist es halt auch die Webseite, wie sie vorher war, aber es ist halt jetzt alles optisch anders. Und moderner einfach. Ja, also da ist hier auch eine Menge Zeit reingesteckt worden. Und wie gesagt, passend zum Jubiläum heute dann veröffentlicht worden. Unter Umständen könnte es sein, dass hier noch, also hier ist eine mobile Version, gibt es davon auch, also wenn man sich das auf dem Handy anguckt. Und es kann sein, dass noch für Einzelfehler, dass noch nicht alles perfekt fertig ist, aber ja. Wie gesagt, guckt euch das gerne selber an, cashfoundation.org. Ich schreibe das nochmal in den Chat, damit ihr das nicht selber.
Braucht ihr nur draufklicken. Okay. So, dann gab es, Herr Kescher, so ein paar Gerüchte aufgeklärt. Also die Kescher Foundation ist ja ausgezogen aus der Ghana Atomenergiebehörde und da gab es eine ganze Menge Gerüchte zu. Und Herr Kescher sagte, dass die, also ein paar der Probleme da zumindest, dass die Cash Foundation hat dort Gehälter bezahlt, die halt nach europäischen Standards sind und das entspricht dann etwa das Fünffache des üblichen Lohns, was sie dort sonst hätten. Und alle Angestellten dort haben ein Gehalt bekommen, das auf der gleichen Ebene war wie die höchstrangigen innerhalb der Behörde, inklusive der Direktor. Und das hat wohl einigen nicht gepasst. Herr Kerschen hat aber auch ein paar Situationen, beziehungsweise ja, wo Bestechung im Spiel war. Also Herr Kerschen sagte später, dass wenn er den Generator dort in Afrika veröffentlichen würde, dann würde man ihn umbringen, weil also auch da eine ganze Menge Machenschaften im Spiel sind. Das dazu aber gleich nochmal mehr. Und dass die, das, also es fing wohl damit an, dass da eine gewisse Unzufriedenheit war, halt mit der gesamten Entwicklung. Und dass dann behauptet wurde, dass die Cash Foundation keine Zertifikate hat. Herr Cash sagte dazu aber noch, dass sie 6 Zertifikate haben. Und dass sie für die verschiedenen Produkte und dass das eine Lüge sei, dass sie das oder nur ein vorgetäuschtes Argument, um da Probleme zu verursachen. Und Herr Kesch sagte auch, dass sie jetzt einen neuen Platz haben. Dass, genau, was er noch sagt, das Problem ist, man hat ja das Land zugesprochen, aber dass diejenigen, die das unterschrieben haben, das Land zur Verfügung gestellt haben, gar nicht die Rechte dazu hatten. Und jetzt arbeiten sie mit einer anderen europäischen Organisation zusammen und die stellt Land zur Verfügung und da haben sie dann auch mehr Platz, sagte er. Aufgrund dessen, was da immer gegen gehetzt wird oder was auch immer, sagt Herr Kescher auch, dass sie keine Informationen mehr über den Fortschritt und über die Manufaktur weiter, also Informationen darüber rausgeben werden, weil letztendlich alles, was dann Informationen rauskommt, wird gegen die Cash Foundation verwendet. Und dann sprach Herr Cash von der Plasma-Einheit, also den Magraf-Einheit, die sie dann in Afrika produzieren. Zeige ich auch nochmal ein Bild zu. Und dass diese Einheit bis zu 80% Reduktion, also dass dieses getestet und zertifiziert. Und dass diese Einheit in Ghana produziert wird und auch aus Ghana exportiert wird. Und er sagte dann auch noch, wann wurde fortschrittliche Technologie schon mal aus Afrika nach Europa exportiert? Also das ist ja schon ein riesen Fortschritt für Afrika, dass also Afrika hier ein Hightech-Land ist, beziehungsweise Kontinent, und in die westliche Welt exportiert. Und dieses Gerät wird in Ghana in etwas über 200 Euro kosten und in Europa und in Amerika, also in Europa 1.000 Euro und in Amerika 1.000 Dollar. Und dass diese Magraf-Einheit wird innerhalb von Wochen auch in China zur Verfügung stehen. Und er sagte, dass momentan aber nicht genug produziert werden kann, um den gesamten Bedarf zu decken. Und er sagte auch, dass die afrikanischen Nationen zuerst versorgt werden. Also Afrika geht vor und der Rest geht dann halt auch nach Europa und Amerika. Und in China wird wahrscheinlich dann eine eigene Produktion stattfinden. Und der Generator, er sagt auch, Herr Kesch sagt nochmal, dass die Generatoren, für die bezahlt wurden, die werden dann aus China kommen, dass er das in Afrika, dass die Gefahr zu groß ist aufgrund von
Bestechung. Er sagt, ein großer Teil der Verträge, wie sie halt da politisch gemacht werden, besteht aus Bestechungsgeldern. Und das gibt es halt diverse Interessenskonflikte. Und also da steht die Keshe Foundation quasi da irgendwelchen Energieinteressen, also auch in Afrika, im Wege. Zum Teil werden da Kraftwerke finanziert staatlich von Steuergeldern und das kommt dann nie dazu. Also letztendlich Vetternwirtschaft, Bestecherei und was auch immer. Und der Cash sagte aber, dass Ghana das Zentrum bleiben wird. Und er sagte auch, dass Südamerika anders unterstützt wird. Da ist er nicht näher drauf eingegangen. Aber auch Südamerika soll halt besonders unterstützt werden. Dann wurde er befragt zu einem Hungerproblem auch innerhalb von Europa. Und er sagte dann, dass ein Teil einer Privatschulung der KFSSI vom 19.06., wo es da um die plasmatische Ernährung ging, dass dieser Teil morgen um 14 Uhr, also in der Nachmittagssitzung, gezeigt wird oder vorgestellt wird und dass dann damit Hungerprobleme angegangen werden können. Aber dazu sehen wir dann mehr morgen. Und ja, Herr Cash war frustriert, insbesondere über die Europäer, über die fehlende Unterstützung. Herr Cash sagte, dass er sich alleine gelassen fühlt, dass er quasi ja alles alleine macht. Er sprach davon, dass es 4 Millionen Cash Foundation Unterstützer in Europa gibt und 6 kamen nur zu diesem Gerichtstermin, zu dem er jedes Mal wieder aufgerufen hat, dass da darum gebeten hat, dass Cash Foundation Unterstützer hingehen. Und von denen hat er jetzt wohl auch eine Mitteilung bekommen, dass die zum nächsten Gerichtstermin schon nicht mehr gehen wollen. Also von 4 Millionen Menschen, die ja auch zum großen Teil selbst betroffen sind. Er würde sich da einfach mehr Initiative wünschen. Und auch die Verleumdungsgeschichten, die laufen über YouTube, Facebook und diese Cash Victims, also dass da irgendwelche Mitglieder oder Helfer der Cash Foundation irgendwo eingetragen werden als Opfer der Cash Foundation und das selbst da nichts gegen tun. Und der Herr Cash sagte, dass bei solchen Falschaussagen, wenn sich jetzt tausende Leute dagegen wehren würden, dann wäre das Problem ganz schnell gelöst. Also sei es sich bei Facebook die Beschwerden einreichen oder bei YouTube oder wo auch immer oder halt Klagen einreichen. Und da sieht er einfach nicht genug Bewegung. Also selbst diejenigen, die da selbst von betroffen sind, scheinen da nicht genug mitzuhelfen, die Situation zu klären. Und wie gesagt, Herr Cash ist da natürlich sehr involviert mit dem Todesfall von Fabio, mit den Mordanschlägen auf ihn und seine Familie. Und die ganzen Verleumdungen und der ständige Kampf gegen ihn und die Cash Foundation. Und da fühlt er sich so ein bisschen alleingelassen. Ja, also das war es mit meiner Zusammenfassung. Was habt ihr da noch zu ergänzen? Hallo Mario, Herr Fricke. Ich habe nur eine kleine Bitte. Kannst du unten rechts das Foto ein bisschen vergrößern, damit wir da mal reingucken können? Das sieht aus, als ob der Deckel da hört, finde ich. Das geht nicht. Also ich habe einen Screenshot gemacht und das wurde so, das, was du jetzt hier siehst, mehr war auch nicht zu sehen. Ja, Screenshot ist klar. Kann man nichts machen. Danke. Ich habe das halt nur den Rand drumherum ausgeschnitten, aber es ist halt mehr war nicht zu sehen. Mario, vielleicht ist es wichtig, ich weiß nicht, ich glaube, du hast es eh erwähnt, aber mit China, so wie ich es verstanden habe, also das ist quasi das zertifizierte Plasma Energy Unit, wie man das mal nennen möchte, also die neue Version des Markups, das man noch immer anschließen muss ans Netz, an das Grid. Aber der Off-Grid Generator, der soll, was ich so gehört habe, in China dann, also das ist quasi ein Geschenk an China, dass die dort das dann produzieren und auch exportieren. Also das soll der Fokus dann in China dann sein, ne? Oder?
Ja, genau, das hat er gesagt. Also, dass die Entwicklung wird dann aus China kommen. Er hat auch öfter mal positive Bemerkungen gemacht, dass die Entwicklung in China sehr gut ist und dass sie auch einiges von denen, was in China, wie es in China gemacht wird und auch wie offen geteilt wird. Also auch diese Information zur Nahrungsnot kommt von wohl von einem Chinesen, der aber fließend Englisch spricht, also auch ein Student ist. Und dass in die Art, wie das in China gemacht wird, die Entwicklung und das Teilen, dass das alles geteilt wird, das hat er positiv erwähnt und dass sie halt das jetzt einen Teil davon auch morgen präsentieren wollen und dass wie gesagt eine Lebensgefahr für ihn besteht, wenn er das in den Generatoren in Afrika produzieren würde und dass in China da scheinbar mehr Zustimmung und das problemloser ist. Okay, also von dieser Zusammenfassung, also dem heutigen Workshop abgesehen, war ein wichtiges Thema natürlich der Frieden. Das ist ja das, worum es jetzt geht, die Zeit bis zum 2., 3. August. Herr Cash hat dazu noch erwähnt, dass das jetzt noch eine weitere beziehungsweise auch die letzte Gelegenheit ist, die er den Weltführern gibt, sich auf Frieden zu einigen und dass ansonsten die Alternativregierung, die ja bereits etabliert ist mit dem Universalrat und dem Weltrat, dass das als neue Regierung dann, also sprich, dass die anderen Regierungen, die sich jetzt nicht zu Frieden bekehren, dann einfach umgangen werden und dass, also so wie Herr Cash das ja schon immer gemacht, also auch der Markgraf-Reaktor, der wurde ja vorher den Regierungen angeboten, um einfach auch den offiziellen Weg zu gehen, damit man nicht ihn, damit es nicht noch schwieriger ist. Ich meine, er wird so schon als Terrorist bezeichnet und sonst was. Aber er macht das halt so, er bietet das immer offiziell an. Wenn dieses Angebot nicht angenommen wird, dann geht er damit an die Öffentlichkeit. Und hier ist es jetzt auch so eine weitere Sache, dass er sich auch hier wieder als zum Teil Vertreter, also Regierungsoberhäupter oder was auch immer, dass das von offizieller Stelle kommt, dieser Frieden, aber dass der Friedensprozess so oder so mit oder ohne den durchgeführt wird. Und das war natürlich, wie gesagt, auch so das Hauptthema. Und es haben sich auch einige zu Wort gemeldet, auch in ihrer eigenen Muttersprache, was ihre Vorstellungen und Wünsche sind zum Frieden. Und das war, wie gesagt, so ein Prozess jetzt über die mehrere Tage hinweg. Fällt jetzt noch jemand? Also wer war jetzt überhaupt noch dabei in den Workshops die letzten Tage? Oder was ist, fällt euch da noch irgendwas ein, was da jetzt spezifisch? Kevan, du sagtest was von dieser eineinhalben Stunde, auf die wir eingehen sollten. Was war da das Thema? Ja, da ging es darum, dass er über die, es ging um die Frage, das hat er, glaube ich, auch gestern immer wieder gefragt. Oder, ja, was ist es in unserer Struktur, ja, unserer, ja, auch eben Physikalität, unsere RNA- und DNA-Struktur, was ist es in unserem emotionalen Zentrum, was ist es, was geändert gehört, damit eben zum Beispiel ja, die Soldaten oder wer auch immer mit einem Gewehr in der Hand nicht mehr einfach diesen Wunsch mehr haben oder diese Intention oder dieses Tötungsemotion mehr haben, also die Aggression, ja, da ist ja irgendwas und das muss man ja so im Kontext der letzten Jahre sehen. Da hat er ja auch immer wieder darüber gesprochen, im Zuge der Evolution ist irgendetwas schiefgelaufen, bei uns, in unserer Struktur, als auch auf dem Planeten. Und ich kann mich erinnern, er hat irgendwas von Stickstoff gesprochen, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Jetzt hat er dann natürlich gesagt, okay, wir haben also COHM, okay, das ist die Struktur, das ist die Basic, ja, die grundsätzliche Struktur unserer Aminosäure.
Und dann habe ich eben, ist auf die einzelnen Feldstärken oder plasmatischen Feldstärken der einzelnen Elemente, also okay, was brauchen wir noch? Ist es, okay, dann brauchen wir noch, müssen wir es verbinden mit dem Calcium, mit dem Potassium, ja, und dann am Schluss das CO2. Das ist so, damit man eben die Räder dazu so also quasi das veranschaulicht mit einem Auto. Ja? Man braucht eben das Lenkrad, die Räder, das Chaussee, sag mal, das ganze Gerüst halt rundherum und zum Schluss eben das CO2. Und das bringt dann alles irgendwie dann geschmeidiger zum Laufen. Und wenn diese Nachmittagssession vom 4. Juli ab 1 Stunde 38, ich weiß nicht, ist das schon auf Deutsch transkribiert worden? Weil das wäre echt toll, wenn wir das, uns das 20, 30 Minuten lang mal anhören könnten. Der ist wohl, also die automatische Übersetzung, die wir nicht zeigen sollen. Und an den Übersetzungen ist auch schon zum Teil gearbeitet worden. Aber ich glaube, nur der Anfang, wo mehr oder weniger die Intro-Videos und so laufen. Also nicht wirklich. Okay. Na, dann warten wir noch, bis es ordentlich gemacht wird. Ist nur, also mein Gedanke ist zu dem, ich habe mir letztens wirklich den Gedanke dazu gemacht, okay, wenn, angenommen, rein hypothetisch, wenn die Struktur unserer DNA, die ja nichts anderes ist wiederum, ja, also vom Prinzip her des CoAN, nur bei uns halt Menschen und bei anderen Spezies halt mit Eisen, das Blut und Kupfer und okay und Magnesium, vor allem auch bei Pflanzen. Angenommen, es wäre nicht COHN, sondern anstatt dem Stickstoff wäre es COH Phosphor oder COH Potassium oder meinetwegen COHN. Das Problem ist ja, das Problem ist ja, okay, wir absorbieren zu 80% die Energie über die Umwelt, ja, über unsere Haut, unsere Augen, über die Umwelt und 20% über die Nahrungsaufnahme. Und darum geht es ja. Wir sind auf dem Weg, diese 20% obsolet zu machen. Und die Schwachstelle unserer physischen Struktur ist eben dieses ganze, ja, unser Verdauungssystem. Das hat mehrmals der Cash auch in den Medical Teachings darauf eingegangen, kam hier früher. Unser Verdauungssystem, Magen, Darmtrakt, also das verbraucht wahnsinnig. Und es geht auch nicht. Wir können nicht heute auf morgen einfach mit dem Essen, also sprich mit dem bewussten oder unbewussten oder unabsichtlichen Töten von anderen Lebewesen, Pflanzen, Tiere etc. Einfach aufhören. Warum? Weil es würde anfangen zum Bluten oder was auch immer. Wir sind einfach noch nicht dafür geschaffen. Wir sind exponentiell schneller auf dem Weg dorthin. Davon bin ich absolut überzeugt. Ja. Die Frage ist, können wir gemeinsam bitte darüber diskutieren, reden oder uns austauschen, brainstormen, was es sein könnte, also wenn wir jetzt bei Gans bleiben, natürlich werden wir weiter mit Gans und so weiter die ganzen Gänschen halt weiterspielen. Also bleiben wir halt bei den Gänschen. Was könnte es sein, damit wir, welche Ganskombination, in welcher Feldstärke könnten wir kreieren, um uns, wie gesagt, uns das zuzuführen oder uns befelden zu lassen, damit lassen wir mal die Seele beiseite, aber über unsere Emotionen, über unser emotionales Zentrum, die Informationen, die RNA weiterzugeben, der plasmatische Informationsträger, der die Informationen an die DNA weitergibt. Somit müsste, und wir sehen ja das Phänomen Mensch, oder Phänomen Körper, ja, wir können sie sogar an Radioaktivität adaptieren. Also wir passen uns ja an. Und natürlich, es braucht, ja, deshalb sagt er auch, wenn ihr Kinder zeugt, ja, dann betet es dafür 20 Jahre lang oder wartet es dann nach 10, 20 Jahren, 20 Jahren circa, wird das ein Teil, ein integraler Bestandteil der DNA-Struktur, der RNA-Struktur. Somit können wir haben die Macht, wir haben das Wissen. Er hat uns, glaube ich, wirklich alles schon gegeben, das Gesamte. Wir müssen nur wie ein kleines Kind einfach kreativ sein und verstehen, intelligent aus der Seele heraus, reflektieren darüber, uns austauschen, voneinander lernen. Ja, und wenn wir in eine Sackgasse reingehen, dann müssen wir wieder raus aus der Sackgasse oder was auch immer und einen anderen Weg gehen. Die Frage ist, wie können wir diese Informationen, diese Feldstärken umlegen auf die Transmutation, Transformation unserer Informations- und DNA-Struktur.
da ich, ja, ich tue das mal so einfach mal. Weißt du, du sagtest am Anfang, wo das ist. Kannst du nochmal sagen, welcher ja. Zeitabschnitt oder was? Ja, kannst du mal, oder warte mal, ich habe es mal fertig, warte, ich habe es irgendwo offen, warte. Ich habe es eh fertig. Warte, ganz kurz. Ach Gott, jetzt bleibt wieder stehen. Na, Mario, du musst das für mich machen, bitte. Mein Computer ist. Ich kann nichts machen. Kannst du auf die Nachmittagssession. Hörst du mich noch? Ja, okay. Link hast du auch nicht, oder? Nein, das Problem ist, ich kann nichts mehr anklicken. Mein Computer hängt sich manchmal auf. Keine Rückmeldung. Okay, die Nachmittagssession von was genau? Vom 4. Juli, vom Dienstag, 4. Juli. Geh mal auf 1 Stunde 38 Minuten, es dauert eh nicht lange. Es sind so circa 20 bis 30 Minuten, wurde wirklich kompakt. Diese ganzen Infos, also diese Informationsflut, ja, aber die ist so kompakt. Und vielleicht kannst du dann ein bisschen vorspulen, bis sie zu der Stelle kommt. Aber es ist wirklich extrem hörenswert. 1 Stunde 38 Minuten. Das war dann wahrscheinlich Part, nee, Day 3, Part 2, ne? Ja, ja, genau. Ja, super, danke. Bis du das mal findest, weil mir fällt da noch ein anderes Ding, ein Kommentar, dass er dann ab. Er sagt, okay, sagt er rein theoretisch, sagt, okay, was mache ich jetzt, sagt der Cash. Ja? Wohin gehe ich? Zu wem gehe ich jetzt? Wer kann mir das jetzt messen? Diese Feldstärke, die wir Menschen jetzt brauchen, wo alles schiefgelaufen ist offensichtlich, nicht alles, aber es ist irgendwas schiefgelaufen in unserer Evolution, in unserer Menschheitsgeschichte, und deshalb wiederholt er sich ja wieder. Er sagt, es ist das dritte Mal, dass wir dieses Wissen in der Totalität jetzt übertragen bekommen, vermittelt bekommen. Jetzt geht es wirklich um den Frieden, jetzt geht es wirklich um das bunte Eingemachte. Und was müssen wir tun? Was müsste er tun, damit das, weil das soll ja integraler Bestandteil unserer Struktur sein. Weil wenn es von extern kommt, natürlich könnte er das. Ich bin mir ganz sicher, das geht. Wir könnten heute mit der Technologie, ja, von heute auf morgen, ja, einfach wirklich, die Soldaten würden einfach die Waffen liegen oder fallen lassen. Was mache ich da? Aber der Grund, und das hat er, kann mich erinnern, ganz am Anfang gesagt, das hat keinen Sinn so. Ja. Warum bringt es nichts? Weil wir müssen aus unserer Seele heraus, aus unserem Verstehensprozess heraus, aus unserer wirklich innersten Intelligenz heraus das verstehen, ja, dann wird das inhärenter und integraler Bestandteil unserer wahren Struktur, unserer seelischen Struktur, emotionalen Struktur und Operation, unserer DNA, RNA. Ja. Was sagtest du nochmal, welche Minute das war? 20, 30 oder was? Nein, eine Stunde, ab 1 Stunde 38 Minuten. Und dann schauen wir einfach, ja, ob wir dann vorspulen oder nicht. Also du wirst es schon finden. Das ist also eine Sache, geht es mit der Zeitangabe, funktioniert jetzt hier nicht. Auf jeden Fall können wir das ja hier sehen. Ich kann den Link hier auch nochmal teilen. Das wird ja wohl in sehr bald vermutlich übersetzt sein. Also jetzt ist es eine automatische Übersetzung, aber hier zumindest, dass sich das alle nachher ansehen können. Das ist, wie gesagt, bei 1 Stunde 38. Das ist der Blueprint for Peace for Humanity Day 3 Part 2 vom 4. Juli. Und wie gesagt, in ein paar Tagen ist eventuell, sind da denn schon Untertitel vorhanden. Wie lange ist der Abschnitt denn? Ich würde sagen maximal 30 Minuten. Das ist wirklich sehr kompakt, also in der halben Stunde. Okay, aber das ist, wie gesagt, das Problem, dass wir nicht automatisch Untertitel zeigen sollen. Ja, ich habe gedacht, vielleicht gehen wir einfach über die paar Minuten oder vielleicht sehen wir einfach in dem Text, wo das vorkommt mit dem mit der Aminosäure, mit CoAn, mit dem Potassium, Calcium, CO2. Das ist relativ kompakt dann, wo er in einem Zug dann quasi spricht. Ja, das weißt du in einer halben Stunde jetzt, dass wo soll ich das jetzt genau finden? Vor allen Dingen ist es ja auch keine Zeichnung. Man sieht ja hier unten, hier nichts, immer der gleiche Hintergrund. Ja. Ist jetzt ein bisschen schwer, genau die Stelle zu finden.
Oder du spulst einfach ein bisschen vor und irgendwo müssten wir das dann sehen. Anhand der Begriffe nämlich. Dann würde es mir wieder einfallen. Ich habe leider jetzt keine, ich habe nur diese Zeitrahmen, also einen Zeitrahmen habe ich markiert und nicht das Ganze, also die einzelnen. Ja, während ihr hier sucht, Wolfgang spricht, hier möchte ich meine zusammenfassende, hallo, grüß euch, meine zusammenfassende Erkenntnis teilen, weiß nicht, ob es gescheit ist jetzt, aber ich glaube, kurz zusammengefasst, der Mr. Kesche will uns einfach nur lehren, dass wir selber dafür verantwortlich sind, aus der Misere, die wir jetzt mit unserem Planeten Erde sind, herausfinden. Das heißt, wir Menschen sind gefragt, uns selbst herauszuziehen. Da das nicht geht wie mit dem Münchhausen, der sich selbst aus den Haaren aus dem Sumpf herauszieht, gibt uns der Mr. Kesche die Informationen, die Werkzeuge in die Hand und fordert uns eigentlich ständig auf, selbst weiterzuentwickeln und uns selbst aus der Misere herauszubringen. Ich glaube, das ist die essentielle Message von Mr. Kesche. Wir Menschen sind selbst verantwortlich für unseren Planeten und müssen das selbst tun. Er gibt uns Hilfestellung, aber tun müssen es wir. Dankeschön, mehr wollte ich nicht sagen. Ja, danke dir, Wolfgang. Ja, super zusammenfassend. Das ist so in die Gegend, glaube ich, wo er beginnt ja irgendwie so über die Betank, so mit dem Vergleich mit dem Auto, also das Betanken und so, dass man quasi das alles mit einkalkulieren muss. Ja, irgendwo in der Gegend. Aber du, es ist wirklich nicht tragisch, wenn man jetzt, denk mal, vielleicht warten wir wirklich, bis es transkribiert ist, dann können wir das ordentlich machen. Ja, das genau, das ist ja nächste Woche immer noch aktuell, wenn wir das bis nächste Woche haben. Ja, es ist einfach so eine Informationsflut. Ich habe mir gedacht, das wäre ganz gut, wenn wir das auch heute ein bisschen drüber gehen. Es ist so geballtes Wissen, geballte Informationen, dass ja, es ist dann noch nachzukommen. Ich habe jetzt noch den Luxus der Zeit, dass ich dann noch irgendwie ja, das jeden Tag mitverfolgen kann irgendwo. Irgendwie. Aber es geht jetzt wirklich in die Tiefe, es geht wirklich in die Essenz rein, auf jedem Level, auf jeder Ebene. Ja. Egal, ob wir jetzt die einen, weiß ich nicht, mit dynamischen Reaktoren und ganz oder von der emotionalen Seite kommen oder wirklich aus der Essenz heraus unserer Seele, das die Operation und Struktur und uns auch. Also ich glaube, der allererste, und das haben wir eh letztes Mal im Private Teaching kurz erwähnt, für mich ist noch immer der allererste Schritt, ja, das ist der allerwichtigste Schritt, ist, dass jeder von uns für sich selbst mal beginnt, bei sich selbst, sein emotionales Zentrum ist gleich die Seele, mit welcher Methodik auch immer zu lokalisieren, zu fühlen. Ja. Und uns dann mit dem emotionalen Filter, mit den Intentionen, mit dem Atem, mit der Herzoperation oder alles zeitgleich. Es ist ein Lernprozess. Es ist ein gewaltiger Lernprozess und ich bin jetzt auch nicht weiser geworden. Jetzt, ich arbeite an mir selbst. Jeder macht es auf seine Art und Weise. Aber es ist wichtig, dass wir uns dabei jedes Mal austauschen, voneinander lernen und sagen, okay, dann bin ich jetzt, weiß nicht, falsche Fährte gegangen, was kann ich jetzt von dir lernen? Und das ist jetzt so extrem wichtig. Ja? Und dann, je mehr und je schneller wir durch uns die Operation und Struktur unserer Seele verstehen, desto weniger relevant wird dann diese ganzen externen Bedingungen, die ganze Symbolik rundherum oder Core Team, Earth Council, Universal Council, ist alles sehr wichtig. Jeder hat so seine Aufgaben. Jeder hat seine Prioritäten, jeder hat seine Mission irgendwie zu erfüllen, finde ich. Ja, jeder von uns hat irgendwo irgendwie eine Berufung. Also so sehe ich das jetzt eben. So verstehe ich das auch im Moment für mich. Nochmal hier Wolfgang. Ich wollte zu dem Thema Atemtechnik, das ist letztens so irgendwie rübergekommen, dass es noch nicht klar ist, wie das funktionieren soll.
einen Input geben. Und zwar habe ich vor vielen, vielen, vielen Jahren eine Artentechnik von dem Trunvalo Melchizedek in den Finger bekommen. Das ist eine Artentechnik, die aus insgesamt 14 Artenschritten besteht, wo man dann diesen sogenannten Merkaba-Körper entwickelt. Ich denke mir, dass das so eine ähnliche Artentechnik sein könnte. Und damals war die Zeit nicht reif, vielleicht ist sie jetzt reif. Also man könnte sich vielleicht diese Trunvalo-Melchizedek-Artentechnik einmal anschauen. Danke, das war's von mir. Du, definitiv, also Melchizedek oder dieses, ich habe auch sogar mein Buch gehabt, Pranayama, ich habe mir das leider nie wirklich zu Herzen genommen, ich habe es das leider nicht mehr, so ein dicker Wälzer über wirklich eine wissenschaftliche, von irgendwelchen indischen Guru, diese ganzen verschiedenen, detailliert, diese Atemtechniken, ja. Also wenn jemand von euch Erfahrungen hat oder ein Wissen hat, bitte raus damit, ja. Wir können nur so voneinander lernen. Es ist auf jeden Fall, es ist alles ein guter Pfad. Es ist alles, ja, ist irgendwo. Nur bei all diesen, man muss halt immer aufpassen, dann, dass es deshalb kommt halt der Keshe immer wieder rein und sagt, er lässt ja auch die Leute reden, ja, wie ihr seht, auch die Leute mit bestimmten Hypothesen, Theorien oder irgendwelchen auch ja Annahmen dann auch reinkommen, damit wir auch von allen, ja, rund um uns herum lernen. Und nur, wir müssen halt aufpassen, in welche Richtung geht das jetzt? Ist das schon wieder so, bleibt es irgendwo auf der physisch-emotionalen Ebene? Oder auch, ich habe mich auch ein bisschen mit Melchizedek ein bisschen beschäftigt, ja, diese ganze Merkaba-Geschichte und so. Ich weiß es nicht, ja, aber wenn es hilft, warum nicht? Ja, einfach nur mal, um die ersten Schritte mal zu machen, wo, und okay, wenn jetzt der Cash als, weiß ich nicht, 7-, 8-, 9-jähriges Kind mit diesen Stereoboxen, ich habe die nicht. Also wenn jemand von euch Stereoboxen hat und ein Headset, also wirklich tolle Headsets und Stereoboxen und die, mit denen sie sich umzingeln kann und damit einfach nur kreativ spielen kann, mit dem Sound, mit dem Ton, runterdrehen oder wie auch immer, mit den Atemtechniken vielleicht kombinieren. Ich habe ihn eben damals, wann war das, im letzten öffentlichen Workshop gefragt oder in einem der letzten, wie wäre das, bin ich schon auf dem richtigen Weg, wenn ich immer wieder daran arbeite, ich gerade auch während ich flach liege, den Atem anzuhalten. Weil ich habe das Gefühl, dass wenn ich den Atem anhalte, auch wenn es auch nur 30 Sekunden sind oder 3 Minuten, ganz ruhig, ja, und einfach nur ruhig bin und die, man muss auch nicht mal die Augen zumachen, aber ich habe das Gefühl, dass dadurch eine andere Bedingungen einfach sind. Sowohl in meinem, ich kann den Herz, natürlich Herzimpuls oder den Herzpuls irgendwie leicht steuern, meine Lungenkondition verändern, nämlich feldstärkenmäßig auch. Es geht um die Feldstärken wiederum. Ja? Also das Abklingen von den Elementen, aber es geht um die Feldstärken. Und wenn wir uns damit spielen, wir können jetzt wirklich in jede Richtung kreativ sein. Was ist, wenn wir in diesen Momenten, egal was wir jetzt machen, ausatmen, einatmen, Atem anhalten, Stereoboxen, Sound, einfach nur diese Alignment, wie sagt man, diese Zusammenführung, diese Synchronizität der Felder zusammenbringen im Zentrum unseres Gehirns und dann zeitgleich mit unseren Emotionen und Intentionen spielen und eventuell Potenzialdifferenzen daraus kreieren. Das sind einfach nur Vorschläge. Aber wenn, da gibt es Leute unter euch, die schon Jahre und Jahrzehnte schon Erfahrung damit machen. Also bitte kommt raus und teilt euch damit, was habt ihr denn? Vielleicht können wir da dann uns dann weiterhandeln, Schritt für Schritt. Es ist so eine Informationsflut. Es wird immer schneller, immer mehr. Und wir müssen diese Workshops, egal ob öffentlich oder privat, irgendwie nutzen, uns da auszutauschen, voneinander zu lernen. Das ist der einzige Weg, ja, da einfach alles rausfließen zu lassen. Weil nur indem wir sozusagen uns austauschen und uns mitteilen, werden wir auch die Schwächsten und die Schwächeren und die Schwachen Feldstärken, Materienfeldstärken auch sozusagen Schicht für Schicht dann auch immer mehr los. Und dann sind wir auch immer mehr und immer schneller in diesem Verstehensprozess.
Ja, hallo, hier ist der Hans-Rudolf. Versteht ihr mich? Mhm. Ja, hallo. Okay, ich kann da vielleicht was dazu beitragen betreffend den Kopfhörer. Es gibt da eine Methode von Andreas Körper. Ich weiß nicht, ob ihr schon von ihm gehört habt. Er hat das Programm heißt Wortkraftschwingung. Und da zieht man sich Kopfhörer an und kann sich verschiedene Töne anhören, stereomäßig. Und das gibt eine Schwingungsfrequenz in den Körper auf verschiedene Art und Weise. Da könnte man auch sehr gut damit spielen, um zu spüren, was im Körper abgeht. Vielleicht auch noch in Kombination mit der Atemtechnik. Das wäre durchaus so etwas, was man mal hier versuchen könnte. Das Ganze heißt Wortkraftschwingung und ist von Andreas Körber. Ja, ist das so ein Verfahren, wo den links und rechts unterschiedliche Frequenzen, also das ist jetzt, wo du es erwähnst, es ist ja auch sowas Ähnliches, wie wir das mit dem Plasma machen. Man erzeugt eine, also diese Binaural Beats, wo man, da gibt es eine ganze Menge zu diesen Musik auch dazu und in bestimmten Frequenzen, wo man im linken und im rechten Ohr eine unterschiedliche Frequenz hat. Und das erzeugt dann im Gehirn eine entsprechende Resonanz. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir mit einer Ganzproduktion machen oder mit dem Feldfluss von Plasma. Nur, dass das nicht im plasmatischen Zustand ist, sondern in Form von Tönen. Aber auch hier das gleiche Prinzip, dass ja ein Fluss von einer Frequenz zur anderen Frequenz durch, also von einem Ohr zum anderen durchs Gehirn quasi damit erzeugt wird. Ist das auch sowas? Genau, in etwa. Es ist zweierlei abgebaut. Das eine ist nur ein Ton auf beiden Ohren in Stereo, das ein Wort widerspiegelt oder dann ganze Zusammenfassungen, wie zum Beispiel die Zirbeldrüsenaktivierung oder andere Dinge, die dann verschiedene Töne links und rechts produzieren. Genau, so ist das aufgebaut. Darf ich dich was fragen, Hans? Ist es auch, weil ich kann mich erinnern, in einem der ersten Kids-Workshops, da ist er darauf eingegangen, auch damals. Geht es darum auch, dass wenn man den Ton, also diesen Sound, also den Ton oder was auch immer, die Frequenzen, die soll man dann physisch dann nicht mehr hören, sondern nur mehr zentralisiert oder zentriert fühlen. Also nicht hören, sondern fühlen. Ja. Und dann kommen... Ja, man hört und fühlt es auch, weil es gibt dann einen Impuls in den Körper hinein und die Gefühle kommen dann mit, also die Emotionen werden dann schon tangiert vom ganzen Ton, weil das ist dann so intensiv und man kann dann die Lautstärke, je nachdem, kann man sich einstellen, wie man es hören will. Man kann es auch ganz leise hören. Dann bekommt man natürlich von der Schwingung mehr mit als vom Ton, aber es bewegt im Körper was. Mhm. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, der Keshe hat betont, wir brauchen keine. Ja, also es ist in der Übergangsphase, bin ich noch immer, extrem wichtig. Ja, aber wir brauchen keine Reaktoren. Der Urreaktor, ja, ist in unserem Zentrum unseres Gehirns. Ja, das ist unser Reaktor. Und stell dich vor, wenn jeder von uns mal so weit ist und das ausgetestet und da mal mit dieser Intention und dem Ethos da hineingeht und stelle vor, okay, ihr habt jetzt zwei Seelen, zwei Menschen oder drei, mit denen ihr euch zutiefst, ich nenne es jetzt mal, ja, so spirituell verbunden fühlt. Ja. Es ist so ein abgedroschenes, abgelutschtes Wort, aber ihr wisst, was ich meine, ja, seelisch. Das wäre dann interessant, glaube ich, wenn wir dann so weit sind, weil das ist das, was die ja gemacht haben damals, ja, wo das Core-Team quasi, die ersten Studenten einmal zusammengekommen sind mit, wo da verschiedene Reaktoren waren, weiß nicht, wo Kanada, USA, Deutschland, nicht wahr, Mario, war das auch eins in Deutschland, glaube ich, oder? Ja, glaube ich. Ja, genau. Und mit der Intention, ja, mit der gemeinsamen Intention wurde genau dieser eine spezifische Reaktor, ich weiß nicht welcher dann, zum Stillstand gebracht. Ja. Ich also glaube, da war das sogar einer, war doch in Italien, oder? Kanada, ja, Italien, genau. Deutschland. Ja,
und irgendwo noch, weiß nicht, USA oder Kanada. Ja, ja, also, Kanada auf jeden Fall, USA kann sein, weiß ich jetzt nicht. Genau. Und jetzt stelle ich vor, das ist jetzt nur ein einfaches Experiment, unter Anführungszeichen. Jetzt stelle ich vor, inwieweit ja, wir mit den noch stärkeren Feldstärken uns spielen können. Ja? Plasma strebt nach Balance. Plasma strebt nach Ethos. Ja? Wir müssen parallel, wir müssen das, wir können nicht anders. Wir müssen das synchron in der Totalität verstehen. Ja? Und jetzt, je tiefer wir, ich weiß nicht, mir fehlen einfach manchmal die Worte, aber je vertiefter und intensiver dieses Wissen, diese Weisheit, dieses Urvertrauen da ist, desto simpler wird es dann auch für uns. Ja? Weil wir sind noch immer, auch jeder von uns, ja, wir ertappen uns jedes Mal dabei, in diesen schizophrenen Zustand zu kommen zwischen Materie, Physikalität, Emotionen, Seele und so. Und ich denke mir, wenn wir mal mit diesen Übungen da hineinkommen, dann wir werden uns spielen, ja. Wir werden wirklich, es wird lustig, glaube ich, dann ab dem Zeitpunkt. Das hat er auch gesagt. Also wir werden Dinge erleben, die ziemlich, ja, ziemlich spooky sein werden. Ja. Aber wir sind gerade auf dem Weg dorthin und ich versuche halt für mich halt zu sagen, okay, wo kann ich jetzt meine Mitmenschen abholen? Wo kann ich bei mir selbst beginnen? Wie können wir uns jetzt austauschen im Private oder öffentlichen Teaching? Wir müssen voneinander lernen, das geht nicht anders. Wir haben keine Wahl. Irgendwelches Gefühl ist, die Uhr tickt auch immer schneller und schneller. Die Informationsflut ist gigantisch. Ja? Und wir müssen das mal verdauen, internalisieren und darüber reflektieren, uns wieder immer wieder anhören und so. Es ist wahnsinnig zeitaufwendig auch, ja? Woher die Zeit auch nehmen irgendwo in dieser Matrix. Aber es geht irgendwo. Ne? Genau. Ich sehe das so, dass wirklich diese Schwingungsfrequenzen, die wir dann in unserem Körper erzeugen können, das können wir natürlich selbstverständlich auch, weil wir sind auch plasmatisch und wir haben diese Generatoren in uns selber. Aber wahrscheinlich muss man das zuerst lernen, wie produziere ich diese Schwingungen, wie produziere ich diese Felder in meinem Körper, dass ich in die Harmonie, in die Balance komme. Und das ist wahrscheinlich die Herausforderung, vor der wir stehen. Wie kriegen wir das hin? Brauchen wir noch Hilfe von außerhalb über Magraphs und Reaktoren und GANS oder auch Töne? Oder können wir das alles schon selbst aus uns selber steuern? Das ist die Herausforderung aus meiner Sicht. Ja, hallo allen. Kann ich noch was dazu sagen? Ja, bitte, hallo. Ja, hallo. Hier ist Marek. Ich grüße alle. Ich wollte euch ein bisschen erzählen, wie das so bei mir gegangen ist. Ich habe zwar noch nicht die Seele bei mir im Kopf gefunden oder gespürt, aber ich kenne schon ein paar Leute, die das geschafft haben und die versuchen jetzt das einfach zu üben, damit das eigentlich jeder auch selber machen kann. Ich möchte noch was mal erzählen, was ich so viel physikalische, wie sagt man das, nicht Gefühle, sondern was ich eigentlich so physikalisch fühle. Also seitdem ich zum Beispiel Banking gemacht habe mit Leuten, so gegenseitig haben wir uns Energie geschickt. Dann habe ich auch natürlich mit GANS war ich in Kontakt und habe ich mit, auch getrunken, Plasma, Wasser. Und irgendwann ist bei mir so ein, wie sagt man das, eben im Kopf kann man sagen, so ein kleiner, wie nennen das so, Tornado, so Gefühl nennen wir das. So, das fühlt sich so, als würde so ein Durchzug sein oder ein Wirbel über dem Kopf, der sich einfach bewegt und dreht und den man einfach auch physikalisch spürt. Also ich habe jetzt, sage ich, so ab und zu so solche, also kann ich das fühlen, diese Wirbel, der sich oben irgendwie bildet bei gewissen Situationen. Natürlich, das ist nicht so einfach, dass man das hervorrufen kann. Aber wenn man das
länger irgendwie macht, diese Banking und sich mit den Sachen beschäftigt, dann kann man dieses Gefühl oder diesen Wirbel oben auch nachher selbst erzeugen, eigentlich dann auch, wenn man das will. Also ich persönlich kann das nicht so gut, aber ich kenne Leute aus polnischer Cash-Community, die das eigentlich sehr gut können. Die haben noch andere Gefühle, also Gefühle nicht, sondern auch andere physikalische, wie sagt man das denn, dass sie das fühlen, sagen wir. Das gibt noch andere zum Beispiel Sachen, zum Beispiel, dass man über den Kopf so einen Druck feststellt, so über die Haut oder über den Haaren, so als würde man einen Helm tragen oder noch irgendwie Kribbeln in den Händen. Also dann spürt man irgendwie die Energie, die durch den Körper fließt. Und ja, da muss man, ich schätze, so ein bisschen dran arbeiten. Also wie gesagt, bei mir ist das gekommen, dieses Gefühl, als ich Banking gemacht habe mit Leuten und wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen dadurch, dass ich vielleicht ein bisschen Ganzwasser getrunken habe, CO2 und so weiter. Also das ist immer von meiner Seite. Was genauer, das kann ich noch nicht sagen, weil wie eigentlich oder die Leute eigentlich daran arbeiten, irgendwie so einen Standard rauszufinden, wie eigentlich jeder von uns die Seele im Kopf, spüren kann. Weil, so wie die das sagen, das ist wirklich ein Gefühl im Kopf, wo man sagt, das ist so ein Ball drin im Kopf, den kann man spüren und kann man auch eigentlich ein bisschen, verschieben im Kopf und so weiter. Und da sind schon ein paar Leute, die das können und, die versuchen noch, wie das alles irgendwie auch lernen. Okay, das war jetzt mal von meiner Seite. Ich war ein bisschen verwirrend, aber falls irgendwie noch Fragen sind, bringt die denn irgendwie noch Fragen? Versuche ich zu antworten. Ja, danke, Marek. Herr Kesch hat da kurz auch was dazu gesagt, zu diesem Punkt im Gehirn, also die Seele, den Sitz der Seele quasi im Gehirn zu finden. Er wird wohl aber auch in nächster Zeit noch sehr genauer darauf eingehen, auf diesen ganzen Prozess, die Seele zu finden und den Frieden in der eigenen Seele mit sich selbst zu finden. Also so wie ich das verstanden habe, geht das in der nächsten Zeit sehr intensiv darum und auch viel genauer und konkreter. Okay, gut. Heute habe ich da so ein bisschen mitgehört, aber nicht viel. Und ich kann da nicht so gut Englisch, dass ich alles verstehe. Also, okay, wenn er das gesagt hat, dann ist natürlich schön. Dafür kannst du Polnisch und bist du bei der polnischen Community auch noch mit dabei. Das ist ganz gut, dass wir überall diese Verlinkung haben. Weil du bekommst ja natürlich Sachen mit, die wir nicht mitbekommen und dann gibt es natürlich andere hier noch, die andere Sprachen sprechen. Das ist immer ganz nützlich. Und du sprichst gut Deutsch. Das möchte ich auch mal sagen. Das ist recht gut. Ach, danke. Nach 25 Jahren wird es schon langsam Zeit, dass ich Deutsch sprechen kann. Könnte ein bisschen besser sein, aber okay. Ist ja so. Aber danke. Also so wie gesagt, wenn ich da was Genaueres weiß, dann würde ich euch auch hier das teilen, wie man das irgendwie machen kann. Ich denke, das wird auch schon viel an uns liegen, dass wir auch in, positiven Gefühlen sind. Das wird bestimmt auch schon die Frequenz bei uns erhöhen und die Möglichkeit, dass wir das schneller, die Seele spüren können. Also ich schätze, das ist schon entscheidend. Irgendwie habe ich gehört, dass Carolina es irgendwie gesagt hat oder irgendwie jemand da von Kesche, dass wenn man positive Gedanken hat, dann bleibt die Energie im Körper. Und wenn man zum Beispiel negativ denkt, dann wird die Energie aus dem Körper irgendwie in die Umgebung entlassen oder abgegeben. Und ich schätze, das wird bestimmt auch so ein Grund sein, dass man sich ein bisschen so positiv einstellt und auch
Gedanken, positive Gedanken hat, dass man die, vielleicht die bisschen Frequenz oder die Energie im Körper ein bisschen bleibt und dass man die Schwingung ein bisschen erhöht. Ja, das ist genau der Kernpunkt, warum bei negativen Dingen, Manipulationen und so weiter, das immer Ziel ist, dem Gegenüber Angst zu machen oder einen schlechten negativen Emotionen, weil das die Grundvoraussetzung eben ist für Manipulation, für Kontrolle, für Energie entziehen und so weiter. Also das, man ist einfach labiler. Man könnte sagen, das ist wie, als wenn man empfänglicher ist für Krankheiten oder was auch immer. Also die starken Emotionen, positiven Emotionen, die schützen einen halt auch. Und das, wie gesagt, deswegen ist es in diversen Systemen und so weiter, die es da gibt, deswegen auch kollektiv, wie mit den Angst, mit der Angst der Menschen gespielt wird. Das ist so ein großes Thema. Also was global da passiert, also auch was das Bewusstsein des Menschen, der Menschen erschafft. Das ist zum Beispiel, man braucht nur sagen im Radio, es besteht eine Chance, dass jetzt am Wochenende ein ganz, ganz schlimmer Sturm kommt. Und wenn jetzt genug Menschen Angst vorm Sturm haben, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich ein Sturm kommt. Und wie gesagt, das auf kollektiver Ebene, aber auch auf individueller Ebene spielt sowas eine ganz große Rolle. Ja, Wolfgang, noch einmal hier. Ich möchte zu dem Thema Friedensprozess, der dem derzeit ja anhängig ist, meine Ideen teilen. Und zwar, es fällt vielen von uns schwer, jetzt Frieden zu visualisieren. Wie tue ich das? Ja? Meine Methode möchte ich euch mitteilen. Ich bin Gott sei Dank in der Lage, einen Pool zu haben und eine Schwimmanlage zu haben. Und wenn das Wetter schön ist, schwimme ich gerne. Und da habe ich eine gewisse Anzahl von Tempi, die ich absolviere. Und ich mache es jetzt so, dass ich für jedes Tempi eine Zahl auf dem Boden des Pools visualisiere und dabei gleichzeitig visualisiere ich Frieden. Ich versuche einfach Frieden im Herzen zu visualisieren und das mache ich bei jedem Tempi. Das heißt, ich mache das jetzt jeden Tag 25 Minuten lang. Ich glaube, dass so ein kleiner Beitrag von mir stattfinden kann und wenn jeder eine ähnliche Methode entwickelt, haben wir alle einen Beitrag zu dem Friedensprozess. Danke. Das ist eine tolle Methode. Und noch eine andere Sache. Kesche sagt, dass unser Wunsch auch unser, sagen wir, Befehl ist oder so ähnlich. Ich würde jetzt sagen, zu jedem von euch, wünscht euch, dass ihr jetzt die Seele irgendwie spüren könnt. Ja, man muss sich solche Sachen wünschen, dann vielleicht erfüllen sie denn. Man muss vielleicht ein bisschen warten, aber wenn man da kontinuierlich da sowas dann sagen wir, wie sich wünscht, dann denke ich mir, das wird dann auch passieren. Ja, also das ist, was Herr Kesch ganz oft sagt, mein Wunsch ist mein Befehl, dass man, wenn man einen Wunsch äußert, das nicht einfach nur so vor sich hin sagt, sondern dass, wenn man einen Wunsch hat, wie den Wunsch nach Frieden, dass man das in voller Authentizität auch entsprechend lebt. Das heißt, man in dem Moment, wo man authentisch ist, wo man das auch lebt, den Wunsch, den man äußert, dann ist der Wunsch auch der Befehl. Das heißt, das ist das, was die Energie dann auch in die Welt geht. Das heißt, man kann nicht sich das eine wünschen und das andere tun. Also sprich, was sagt man, Wasser von Wasser predigen und Wein trinken. Sondern das muss authentisch sein. Und dann ist diese Energie auch da. Jo Mario, hier ist noch Micha aus Brandenburg. Schönen guten Abend euch alle. Das, was ihr da sagt, ist alles richtig und das hat Jesus damals schon gesagt. Das, was ihr seht, werdet ihr auch ernten. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Egal, ob ihr früh morgens aufsteht, mittags, abends, hast du nicht gesehen. Was ich raushebe, kriege ich wieder. Das ist ein kosmisches Gesetz und da kann auch keiner was dran ändern. Das ist halt so. Und wenn ich in Krankheit und Schmerz und irgendwas lebe, dann kriege ich das auch, dann werde ich das erhalten. Und das nicht vielleicht, sondern zu 100%.
Und wenn ich Liebe und Frieden und Harmonie raushebe, dann kriege ich auch das zu 100%. Das von meiner Seite. Danke. Ja, wo du gerade Jesus erwähnst, dass über Jesus war es ja auch so, dass er natürlich von vielen geliebt wurde, weil er ja auch viel, sag ich mal, Heilung und Segen gebracht hat. Aber besonders bei der sogenannten Elite damals schon, war er sehr verhasst, weil er eben genauso wie Herr Cash auch, sag ich mal, Freiheit, Unabhängigkeit bringt und Technologie natürlich viele, viele Menschen oder, sag ich mal, Teile der Elite oder der reicheren oder einflussreicheren Menschen sind ja auch davon, deren Erfolg ist, sag ich mal, in gewisser Weise davon abhängig, Menschen unten zu halten, Menschen krank zu halten, Menschen arm zu halten. Und in dem Sinne ist Herr Cash diesen Leuten ein Dorn im Auge. Und genau das Problem war Jesus auch. Also auch da waren schon die Könige, die sonst was, die Tempel, Priester oder was auch immer, denen war Jesus ein Dorn im Auge. Und also auch Jesus hatte viele Feinde. Und das sieht man auch, wo Herr Cash hingeht. Es gibt immer irgendwelche Macht- oder Finanzinteressen, die dann nicht damit zufrieden sind, was er macht. Und dementsprechend ist es ja auch der kontinuierlich da, dass er überall ja Probleme auch gibt. Das ist völlig richtig, Mario. Und für mich ist, wie gesagt, ist nicht nur Jesus der Messias, da sind auch noch einige andere, die im Laufe der Jahrtausende hier gewesen sind. Und ich zähle da auch Herrn Keschler dazu. Jeder auf seine Weise, auch den Rudolf Steiner oder Abdruschin, wie sie nicht alle heißen, jeder sagt letztendlich dasselbe, wenn du dir das mal anhörst oder wenn man sich das mal anhört. So, und dass diese Leute natürlich mit Recht, oder sagen wir mal mit Recht, von den oberen 10.000 verfolgt werden, weil sie damit nicht mehr verdienen können, das ist natürlich völlig klar. Aber letztendlich ist es so, die ihre Lehren haben sich aber durchgesetzt. Und das, was vor 2000 Jahren war, ist heute noch aktuell. Das, was Jesus gesagt hat, ist nichts anderes, das, was uns Meister Kelche hier mitgeben will. Bloß, er macht es auf eine ganz andere Art und Weise. Weil er kann es nicht so auf der Geisteswissenschaft-Art ansetzen. Er muss uns was in der Hand geben, wie zum Beispiel Markgrafs, wie Gans, hast du nicht gesehen. Weil die Menschheit eigentlich im Grunde genommen noch nicht bereit ist für diese Geisteswissenschaften. Da sind nur einige wenige. Und die einigen wenigen, da zähle ich mich hier mit dazu und ihr, die hier zuhört, genauso. Aber guckt doch mal den Rest an. Was ist mit dem Rest? Die stehen da ferner Oliven. Und deswegen sage ich, wir brauchen unsere Seele hier nicht suchen. Wir haben die schon lange gefunden. Wir wissen das bloß noch nicht oder wir nehmen sie nicht so intensiv wahr. Wir schwingen doch schon so hoch. Wir wollen immer mehr, mehr, mehr. Da muss was kribbeln und da muss was krabbeln. Und hast du nicht gesehen? So, das ist alles ja auch nicht vonnötig. Du musst nicht hell sehen können. Du musst nicht hellhörig sein. Jeder ist es auf seine Weise. Was denkst du, wie weit wir schon sind? Wenn wir zurückgucken, was die andere, was die Mehrheit, was, da sind wir ja schon super, super weit. Herr Cash nannte das mal die, er nannte das die Propheten, und zwar die geistigen oder emotionalen Propheten und die weltlichen. Und die weltlichen sind dann die Wissenschaftler, weil die bringen ja genauso, die bringen ja auch das Wissen. Nur heutzutage ist das Begriff Wissenschaftler, ist ja jeder, der irgendwie was studiert hat, ist ein Wissenschaftler. Aber es gab ja so gewisse Wissenschaftler in der Geschichte, die wirklich Wissen geschafft haben, die wirklich die Menschheit vorangebracht haben, auch wenn das natürlich zum Teil was unterdrückt wurde, zum Teil dann die große Wissenschaft auch gar nicht so sehr bekannt sind. Nikola Tesla ist heutzutage zum Beispiel eher bekannt, aber der ist ja quasi aus den Geschichtsbüchern entfernt worden. Und das sind ja auch, die Wissenschaftler sind ja auch die Propheten, wenn man so will. Also das sind die einen, die das, wie soll man sagen, das emotionale oder geistige Wissen der Menschheit bringen und die anderen, die das weltliche, wissenschaftliche bringen. Aber beide dieser Gruppen haben ja das gemeinsam, dass sie die Menschheit voranbringen. Und deswegen, das sind genau diese beiden Gruppen, die bekämpft werden, die Menschheit voranbringen. Und in gewisser Weise vereint Herr Cash hier auch beides, weil er uns eben eine Wissenschaft gibt, die vom Verstand her ja, eben verstanden werden kann, die reproduziert werden kann, aber auch trotzdem diesen geistigen oder die Verbindung zu diesem geistigen Aspekt, zur Seele, zu den Emotionen und so weiter darstellt.
Ja, genau. Und das ist der Grund, warum er auch immer wieder diese Bahá'í-Schrift von Bahá'u'lláh oder wie sie heißt, immer wieder zitiert, weil wir sind tatsächlich ja in einem Zeitpunkt oder in einem Momentum, die immer mehr, immer stärker, dass wir jetzt auf dem Level sind, alle bisherigen Propheten, weil wir jetzt die Reife, die nennen das, weiß ich nicht, spirituelle, emotionale, seelische Reife haben, um eben, wie heißt das, die Transmutation. Wir verstehen jetzt quasi, wir haben das Wissen um Elemente, oder nicht, es geht nicht um die Elemente, sondern überhaupt um zu transmutieren, ne, zu transformieren. Und eben nicht Gold, ja, das hat er doch dazu gesagt, es geht ja nicht um Gold zu kreieren, ja, das ist nur ein Nebenprodukt dann. Und damit wir eben nicht wieder, ja, damit nicht wieder schon etwas wieder schief läuft, ja, in diesem Zyklus, in dieser Evolution, damit wir nicht wieder und manipuliert werden können und ausgenutzt oder was auch immer oder versklavt werden wieder können. Also wir haben jetzt dieses Momentum erreicht und jetzt geht es um den Lernprozess. Jetzt geht es wirklich darum, gemeinsam diese Seelenreife gemeinsam zu erreichen, zu erarbeiten. Gräbern, ich will dich da jetzt mal nicht unterbrechen, aber diese gemeinsame Seelenreife, die wird so definitiv nicht passieren. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Man braucht keine 7,5-8 Milliarden, das weiß ich auch. Ja. Aber nein, ich meine jetzt, selbst bei uns Kirchenstudenten oder bei den, die das hier verfolgen, wir haben alle einen unterschiedlichen Zyklus von dem Reifegrad. Der eine denkt, er ist frei, ist es aber nicht, weil da noch Glaubenssätze sitzen. Der andere, der denkt, er ist Superguru schon oder was weiß ich. Das muss man alles ja auch nicht sein. Die Filter fallen, wenn die Zeit gekommen ist. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn eine gemeinsame Anhebung kommt, dann kann das nur von außen passieren. Ansonsten ist da jeder verantwortlich von innen, von sich selber heraus. So, weil jeder eine unterschiedliche Reife hat. Wir sind ja nicht alle zur gleichen Zeit inkarniert. Wir haben alle schon verschiedene Sachen hinter uns. Und es hat auch jeder seinen Sinn und Zweck, der hier ist. Jeder Mensch, es ist egal, welcher das ist. Jeder hat seinen Sinn und Zweck, hier zu erfüllen. So. Und deswegen können wir ja nicht alle gleichzeitig diesen Reifestand erhalten. Es sei denn, er wird von außen herbeigeführt. So, wir selber, jeder Einzelne ist dazu nicht in der Lage, der nur für sich selbst schon, je nachdem, wie frei er ist. Genau, also erzwingen können wir nicht, und du kannst dich an den Leitspruch erinnern, ganz am Anfang auch mit der Cash Foundation, ne, oder der Cash, immer wieder gesagt, it's time to serve, not to be served. Also es ist Zeit zu dienen und nicht bedient zu werden. Und das ist, was wir machen. Allein schon durch, selbst wenn jetzt, das, weiß nicht, wie viele Leute jetzt da sind, 60, 70 Leute, allein durch dieses Inspirieren, Lehren, Teilen, Mitteilen, wir arbeiten ja auch seelisch die ganze Zeit. Nur jede Seele, jedes Dienen hat einen Zweck und wir geben das ja weiter, egal ob es auf emotionaler oder intellektueller oder seelischer Ebene, wir geben das ja weiter. Und dann am Schluss ja, bleibt die freie Wahl, die freie Entscheidung. Aber wir dienen dadurch. Und ich glaube, das ist es durch das Dienen der Menschheit, egal in welcher Art und Weise, jeder macht es anders, jeder hat eine Berufung, jeder hat eine Mission hier, ein Talent, eine Fähigkeit oder was auch, ein Wissen, eine Weisheit, und dadurch werden wir eben nochmal zurück, ja, zu den Feldstärken, die schwächsten Feldstärken immer mehr abgeschält. So kommen wir mehr in die stärkeren Feldstärken. Das ist gerade, was gerade passiert. Mit dem gesamten gigantischen Zyklus, der gerade zeitgleich stattfindet, mit der Sonne, der Erde, dem Sonnensystem, mit dem galaktischen Trichter, mit dem galaktischen Flügel, der Galaxie. Also, da tut sich gerade so mit den tektonischen Plattenbewegungen. Ich glaube, in der ganzen Menschheitsgeschichte, denke ich, hat es noch nie so einen Zyklus gegeben. Ja? Das ist es, was so faszinierend ist. Ja, Gräbern, wir heben uns mit dieser Kirchenbewegung, wir, die daran teilnehmen, wir heben unsere Schwingung selber an. Dadurch, dass wir uns Wissen aneignen und bereit sind, die göttliche Kraft durch uns wirken zu lassen.
Das machen wir doch. Und wir dienen. Genau, aber diesmal ohne Worshipping. Ohne, das hat der Cash auch gestern und heute wieder betont. Ja? Es soll eben kein schon wieder ein Kult. Das ist, wo gibt es irgendwelche Regulationen, hat er gesagt, oder irgendwelche Anbetungstempel oder sonst irgendwas? Nein, der Cash soll nicht wieder zu einem Guru von Anbetungstempel werden. Ja? Wir sind unsere Seele. Ja? Ja, das meine ich ja auch in keinster Weise. Ich sage mal, wir sind die Werkzeuge Gottes, indem wir kreativ handeln. Nicht früh morgens aufstehen und Gott bitten, dass er uns den Weg weist. Nee, wir sind der Weg. Wir sind das, was Gott von uns erwartet, dass wir hier mal handeln, dass wir hier mal was machen. Aber deswegen dürfen wir das nicht alles viel zu komplizieren und auf irgendwelche Sachen, die jetzt, sage ich mal, jetzt nur technische Dinge oder Ganzherstellung oder was weiß ich, das ist alles dazu da, um unsere Schwingung zu erhöhen. So. Wir sind zu lernen, genau. Ja. So, diesen Prozess, den wir jetzt die letzten Jahre durchgegangen sind, ja, also nochmal, Materie, Nano, Gans, Plasma etc., und, immer mehr plasmatisch, immer mehr diese Transmutation quasi auch der Elemente oder der Feldstärken, das können wir jetzt, weil wir es jetzt verstehen, mehr und mehr in einer viel, sagen wir mal, spielerischen und kompakteren Form unseren Mitmenschen beibringen oder damit inspirieren einfach. Ja, das reicht schon, wenn man einen 3- bis 5-stündigen Workshop macht und wirklich, und da, das ist halt für mich jetzt ganz wichtig, jetzt wo wir mit den Workshops in Wien beginnen, dass da eben nicht irgendwelche, ja, alle möglichen Interpretationen da mit hineingeführt und jeder hat so seine Theorien und Reptiloiden und alles schön und gut, hat alles seine Berechtigung irgendwo, irgendwann, alles sehr fragmentiert, aber auch irgendwie. Aber mir geht es halt darum, dass wir die Prinzipien, ja, das Verständnis, den Hintergrund wirklich ganz klar, ganz transparent, ganz authentisch und wirklich, wenn man das so nennen darf, wirklich wissenschaftlich, auf dem wissenschaftlichen Boden der Realität die Leute dort abholen, wo sie sind. Ja, aber dazu braucht es jetzt nicht 3, 4, 5 Jahre, so wie wir jetzt diesen Prozess durchgegangen sind, sondern es reicht schon, weil jetzt ist der Zeit besser, ja, der Zeitpunkt ist jetzt auch immer reif. Also die Menschen sind jetzt auch wachen jetzt immer schneller und immer mehr auf, in Massen. Ja, da gibt es wieder das andere Extrem, aber wir sehen das hier rundum herum. Da passiert ja unglaublich, weil sogar Mainstream-Leute, die überhaupt nichts, ja, mit irgendwas davon gehört haben, ja, können das ja nicht mal mehr zuordnen. Das ist gerade, was gerade geschieht. Ja. Aber wir kommen jetzt mit so einem klaren, logischen, transparenten Wissen, ja, es ist authentisch, es ist nachvollziehbar, es ist verständlich, es ist fühlbar, ja, das ist es, ja, was wir gerade machen. Nur dazu müssen wir jetzt nicht die Leute jetzt wieder durch 5 Jahre, ich weiß nicht, tausende von Stunden von Workshops und Teachings jetzt durchziehen, da. Das ist nicht notwendig. Und das ich glaube auch, dass das jetzt das Licht macht. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein, da unterhalten sich Politiker darüber, ob sie ein Grundeinkommen für jeden einrichten wollen, wie das aussieht. Da ist man zwar jetzt noch am Diskutieren, wie hoch der Betrag sein soll und, welche Bedingungen und einige sagen eben bedingungslos, aber allein diese Tatsache, ja, spricht dafür, dass es eine Anhebung der Frequenz gibt im Allgemeinen, ja, wenn das selbst schon in den Politikern ankommt, dann können wir eigentlich ja ganz beruhigt sein. Und dann gibt es ja auch noch die anderen, die nicht Keshianer sind. Und auch die leisten natürlich noch einen ganz wesentlichen großen Beitrag. Ja, das ist ja auch, was Herr Cash sagte, dass ein großer Teil, wenn nicht sogar der größte Teil aller Soldaten auf der Welt Soldaten sind, weil sie damit ihre Familie ernähren. Das heißt, sie wollen nicht Krieg führen oder sowas, sondern dann kommen dann noch ganz andere Faktoren dazu. Erstmal, man unterschreibt Verträge, man hat bestimmte Verpflichtungen als Soldat, dann bekommt man eventuell auch bestimmte Substanzen, es werden teilweise die Hormone der Soldaten kontrolliert, die kriegen Sachen gespritzt oder was auch immer und wissen natürlich gar nicht, was das ist. Und
Ich habe auch mal von einem gehört, den hat man eine Spritze gegeben und ihm hat man auch dabei gesagt, also er hat nicht gewusst, was das ist, aber man hat ihm gesagt, du wärst jetzt 25 Jahre nicht mehr krank. Und 30 Jahre später, er ist nie krank gewesen. Er war 30 Jahre nie krank, nachdem er diese Spritze bekommen hat. Und das hat er als Soldat bekommen. Das heißt, was auch immer das war, aber man hatte schon irgendwas, weil das ist natürlich nicht günstig, wenn die Soldaten dann auf einmal krank werden. Aber warum steht das nicht der Rest der Menschen zur Verfügung? Aber auf jeden Fall, das ist diese finanzielle Sache, dass viele, wie gesagt, Soldaten sind, weil sie irgendwie überleben müssen. Und dieses Grundeinkommen, was du gerade angesprochen hast, ich meine, wir sind in einer Welt, wo so viel Fortschritt ist, wo es immer weniger Tätigkeiten gibt, die Maschinen nicht besser können. Und so wie heute hier in Deutschland, sind wir sehr weit entwickelt, oder Europa, wo Maschinen vieles tun, wo hier eine Maschine hier tut, das stehen für 50 Chinesen auf dem Feld. Und da ist die Frage, dieser Fortschritt ist doch eigentlich auch das, was wir wollen, dass wir Menschen unsere Zeit kreativ verwenden können, weil das ist das, was die Maschinen nicht können. Aber mit diesem Wirtschaftssystem, was wir momentan haben, ist sämtlicher Fortschritt schadet uns selbst, weil eine Maschine nimmt Arbeitsplätze. Das heißt, und das ist genau das Problem, Arbeit um jeden Preis. Das heißt, sei es man ist Soldat, sei es man muss Menschen töten oder man schafft einfach irgendwelche, das ist ja so, dann kann man auch jemandem ein blaues Auge hauen, weil dann hat ja jemand Arbeit. Oder man schmeißt Müll auf die Straße, dann haben wir eine Berechtigung für die Müllabfuhr. Und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, dass man Arbeit schafft um jeden Preis. Und wenn Arbeit generell ein Problem ist, das immer weniger zur Verfügung steht, weil, wie gesagt, Maschinen das immer besser können, dann macht eben so ein Grundeinkommen Sinn, weil dann kann die Arbeit, die von Menschen getan werden muss, aufgeteilt werden. Dann können Menschen kreativ arbeiten. Man ist nicht mehr gezwungen, Soldat zu sein oder was auch immer zu sein oder im Atomkraftwerk zu arbeiten. Und das ist natürlich, wie du sagst, auch ein großer Schritt zum Bewusstsein, zum Fortschritt, also zum Fortschritt des Bewusstseins für die Menschen. In so eine Richtung zu denken, dass man nicht versucht, Arbeitsplätze auf Zwang zu schaffen oder 1 Million Arbeitsplätze und da 10 Millionen Menschen reinzuquetschen in die 1 Million Arbeitsplätze oder sowas in der Art. Das alles, was da momentan so vorgeht, weltweit quasi ist das Problem. Wie gesagt, in China machen sie es einfach so, da sind 50 Menschen günstiger als eine Maschine. In unterschiedlichen Ländern gehen sie die Thematik anders an, aber einfach, sage ich mal, den Menschen als das zu sehen, die Grundbedürfnisse einfach zu decken. Das, was wir waren noch nie so fortschrittlich wie heute. Und trotzdem sind so viele Menschen so arm und so, die geht so schlecht wie nie zuvor. Und da ist natürlich, da läuft irgendwas schief und das muss man irgendwie angehen. Ja, herausstreichen, nochmal, dass es also wirklich, für mich ist es das zumindest, sehr bemerkenswert ist, dass die Politiker jetzt da umdenken, dass da also wirklich so ein Denkprozess anläuft und man an die Menschen denkt. Ansonsten hat man so das Gefühl, dass die Politiker ja eigentlich nicht für die Bevölkerung arbeitet. Aber hier setzt das jetzt ein und das finde ich schön. Ja, das Witzige ist aber auch, dass es teilweise, das muss noch nicht einmal so sehr positiv, weil man den Menschen helfen will, sondern selbst die Industrie, die Wirtschaft kommt inzwischen darauf, dass der Mensch, der arm ist, nichts mehr konsumieren kann. Das heißt, wie ich das mal von einem Großindustriellen gehört habe, von der Wirtschaft her muss man in erster Linie dafür sorgen, dass man seine Produkte halt irgendwie verkaufen kann. Und in zweiter Linie muss man darauf achten, dass es auch Konsumenten gibt, die Produkte kaufen können. Deswegen gibt es ja beispielsweise in so ziemlich allen Produkten jede Menge Preisklassen. Das heißt, wenn man sich, sage ich mal, ein Smartphone kaufen will, es gibt günstige Smartphones und es gibt Smartphones für über 1.000 Euro. Das heißt, die Produktion ist gleich teuer. Aber man muss das abdecken, dass sowohl die Armen kaufen können, als auch die Reichen.
Und das Problem ist jetzt aber, dass wir immer mehr mit der Wirtschaft, wie sich das entwickelt, immer weniger gekauft werden können, weil immer mehr Menschen arm sind. Das heißt, selbst aus wirtschaftlicher Perspektive, selbst wenn man als Großkonzern nur um die eigenen Erhalt der Wirtschaft geht, selbst dann macht so ein bedingungsloses Grundeinkommen Sinn, weil dann haben die Menschen ja wieder etwas, was sie ausgeben können und wieder deine Produkte kaufen können. Wolfgang spricht wieder. Darf ich ein bisschen da eingreifen? Das wird jetzt eine politische Diskussion über momentan aktuelle Themen. Ich möchte ein bisschen einen positiven Aspekt einbringen. Wir haben in unserer Community Leute, die jünger sind, wie du Mario, wie du Kevin, und Leute, die älter sind, wie zum Beispiel ich oder mein Vorredner. Also ich bin 61. Mein Vorredner dürfte in der gleichen Altersklasse sein und ich möchte Folgendes in Erinnerung bringen. Stellt euch vor, Europa, Russland, diese ganzen Nationen im Jahr 1950. Da waren einmal nach dem Zweiten Weltkrieg die ersten Gespräche über einen neuen Frieden, über eine neue Weltordnung, über eine Europaordnung und auf einmal haben die Menschen begonnen, sich schon langsam zu entwickeln. Die Menschen in dem damaligen Zeitraum, das waren also meine Vorfahren, eure für die jüngeren Großeltern, die haben nur das Thema gehabt und das Überlebensthema gehabt, arbeiten, arbeiten, Geld verdienen, etwas schaffen. Ich bin ein Kind der 70er Jahre, also zu der Zeit war ich jung und da gab es auf einmal Woodstock. Das ist eine amerikanische Bewegung gewesen und das war eine Freiheitsbewegung. Da ging es um Musik, Liebe, Peace, Frieden. Das war das Hauptthema und das möchte ich jetzt als Positivum für meine Generation einbringen. Seit dieser Zeit, seit Woodstock, 60er, 70er Jahre, beginnt in den Generationen, wie in meiner Generation und in der Generation meiner Kinder, eine ganz andere Weltanschauung. Das heißt, wir haben wirklich die gute Chance, dass unsere nächste Generation, wie du Mario, du Kevin, eine komplette Veränderung der Weltordnung herbeiführen, indem wirklich nur an Frieden gedacht wird. Das passt jetzt zu dem Thema, das wir eigentlich momentan haben, die nächsten 30 Tage. Und ich bin der Meinung, es geht eh aufwärts mit uns Menschen. Es passt eh. Und der Mr. Cash, der kommt jetzt genau zu der richtigen Zeit, nämlich zu einer Zeit, wo wir Internet haben, wo wir alle Informationen in Echtzeit gleichzeitig auf der ganzen Erde verbreiten können und nur so kann eine wirklich umwälzende Veränderung über 7 Milliarden Erdbevölkerung passieren. Wenn man zurückdenkt, die letzte Bewegung, Jesus, Joshua ben Josef, der hat nur 12 Jünger gehabt, die irgendwas zusammengeschrieben haben und das dann irgendwann kodifiziert worden ist und dann kam der Kaiser Konstantin und hat gesagt, okay, das passt mir, da mache ich jetzt eine Religion draus. Also wir haben jetzt wirklich eine ganz tolle Chance, die dadurch entstanden ist, dass meine Generation begonnen hat, bereits über Frieden, Peace, Weltfrieden und so weiter nachzudenken, zu demonstrieren, wenn man lange Haare gehabt und weiß Gott was alles. Und unsere Kinder können jetzt unsere Gedanken weiter verbreiten, verfeinern und verbessern. Und so kommen wir jetzt wahrscheinlich, ich bin guter Hoffnung, zu einem wirklichen guten Friedensprozess. Aber es dauert und wir Menschen sind zuständig. Danke. Na, du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, Wolfgang, oder Mario auch, du, ihr alle, weil ich kann mich erinnern, einer der ersten Teachings, oder in Italien war das noch, da hat der Cash doch über eine der wichtigsten Verantwortungsbereiche von uns in diesem Prozess gesprochen. Und ja, wir haben alle irgendwo jetzt nationenweise oder bevölkerungsweise oder wie auch immer schichtweise genug Leidensdruck, Schmerzen, Leiden. Die Menschen sind ja doch nicht so hoffnungslos verblödelt. Ja, genau eben durch diese ganzen Indoktrinierungen, Massenmedien, Schulerziehung etc. Also ja, deshalb, es ist mehr als Hoffnung, es ist da, ja, und die Intelligenz ist ja auch da. Wir sind aber so intelligent, dass wir es geschafft haben, uns selbst dabei zu ignorieren, also uns wirklich selbst dabei stupide zu stellen irgendwie, wirklich kollektiv. Und jetzt wachen wir jetzt in Massen auf, ja, und was ist die primäre
wichtigste soziale Verantwortung, von der er gesprochen hat, der Cash. Er hat gesagt, ja, was machen wir dann? Ja, also wenn, erstens mal, also was ich so toll finde, der Bauer, dieser Tesla-Autos, der Musk, ne, worin ist er gut? Er ist gut im Verkaufen eine Vision. Ja, das ist quasi Branding, Marketing, Lehre Nummer eins. Man verkauft zuerst die Vision. Und da haben wir schon gedacht, können wir nicht bitte irgendwie und ich arbeite daran, ja, ich bin gerade dabei, ich versuche da irgendwie was zu strukturieren, damit wir das auch mit Ressourcen auch finanzieren können, die Vision zu verkaufen mal. Die Vision nicht verkaufen, aber einfach zu visualisieren einfach, ja, in 3 Minuten oder in 30 Minuten, ist doch vollkommen egal, aber die Menschen haben noch nicht einmal die Vorstellung davon, was möglich ist. Erstens mal ist es unsere soziale Verantwortung oder unsere Verantwortung, diese Übergangsphase so geschmeidig als möglich zu machen. Ja, deshalb können jetzt nicht einfach diese wahnsinnig disruptiven Technologien einfach runterregnen. Das geht nicht. Ja, da sind zu viele Arbeitsplätze, Familien, Eltern, Mütter, Väter, Kinder darin involviert. Ja, die sind Soldaten. Ja, also müssen wir diese Übergangsphase so geschmeidig als möglich machen. Aber das Potenzial, die reale Möglichkeit, ja, wir haben noch nicht mal so viele Menschen auf der Welt, wie viele Arbeitsplätze wir damit schaffen könnten. Milliarden oder Billionen, keine Ahnung. Aber es geht wirklich ins Exponentielle. Und Das ist unser Job. Das Spoonfeeding, das Inspirieren, das Teilen, das Weitergeben und diese Vision fühlbar zu machen. Schaut euch das mal an, ja, die Bilder, die Musik, einfach, was ist möglich? Das soll ja zunächst mal, wie man so schön sagt, das Herz öffnen, die Emotionen berühren und dann verstehen, ja. Wow, ja, der Wow-Effekt. Wir brauchen irgendwie einen Wow-Director, ja, der das macht, ja, der versteht, ja, was wir visualisieren wollen, was wir kommunizieren wollen. Also ich bin relativ pragmatisch, praktisch, wenn ich denke mal, okay, mir geht es um die Effektivität. Wo bleibt da die Effektivität? Wie können wir das bündeln? Es ist möglich. Wir haben die Menschen rund um uns herum, die wollen helfen, die haben unglaubliche Fähigkeiten, Talente, Ressourcen. Wir könnten sogar mit dem Sohn von Oliver Stone sogar einen Film machen, ja. Es ist ja schon alles da in den Startlöchern. Und das ist, was ich nicht verstehe, warum, ja, auch mit meinem Lernprozess, wo ich durch diesen Prozess so viel Geduld gelernt habe, ja, aber ihr könnt es sicher nachvollziehen bei mir, ja, wo ich mir denke, es ist real, es ist möglich, das zu beschleunigen. Das ist ja das, was wir uns ja wünschen. Wir wünschen uns, ja, Überfluss und Frieden und für alle, für jeden, für jedes Lebewesen, für jede Seele auf diesem Planeten zunächst einmal. Beginnen wir mal da auf dem Planeten. Ja, hier ist der Eckmar. Ich will auch mal meine 2 Cent dazugeben. Also meine Meinung ist, dass, wie der Keshe ja richtig sagt, dass nur eine Handvoll Leute sind, die uns hier kontrollieren. Ja, und ich meine, es ist klar, dass wenn ich so ein Superreicher bin und habe 10 Diener und ich erzähle dann demjenigen dann, pass mal auf, alle Menschen sind gleich und demnächst putze dein Tafelsilber mal schön selber, weil deine 10 Diener, die stehen auf einer Ebene mit dir, die sollen genauso viel Geld verdienen wie du und nicht mehr und nicht weniger, dass der sich da nicht unbedingt vor Begeisterung auf die Hände stellt und Purzelbäume schlägt, ist menschlich gesehen sogar verständlich. Aber es liegt halt an uns, die 100 Millionen anderen, die halt die Diener sind, ja, oder die arbeitende Bevölkerung, denen das beizubringen, dass sie im Prinzip von der Seele her genauso, also gleichwertig sind wie der größte Industrieboss, Konzernboss und Regierungsvertreter und was weiß ich was alles, wie sie dann da kommen mit ihrer Immunität und so weiter. Also das
der Klischee heute so ein bisschen emotional geworden ist in dieser ja, in diesem Teaching heute. Gut, das hat sicherlich auch mit dem Fabio zu tun, die Bilder, die wir da gesehen haben. Er war ja im Prinzip der Letzte, der mit ihm gesprochen hat. Und er hat ihm ja dann noch gesagt, hier, alles okay. Also ich meine, das ging mir auch sehr nahe, ja. Und ihm mit Sicherheit auch. Weil ich meine, wenn meine Kinder bedroht werden und meine Frau vergiftet wird und ich selber auch und so, da braucht man schon ganz schön viel Rückgrat, um dann nicht die Flinte ins Korn zu schmeißen und klein beizugeben. Ja, also dass man dann trotzdem da noch weitermacht, das muss man dem Mann unheimlich hoch anrechnen. Weil ich meine, was haben wir hier für Lobbys in Deutschland? Ja, das ist die Industrie, also die Energielobby. Ja, das ist eine der größten und mächtigsten. Mit der legt er sich an, mit dem Plasmagenerator. Dann gibt es noch die Pharmaindustrie, ja, die Medizintechnik. Ja, mit denen legt er sich auch an. Hallo? Jetzt ja, die Politik und die Religion auch noch gleich dazu. Ja, genau. Also mit den Religionen legt er sich auch noch an, dass er sagt, Papst und so weiter soll auch abdanken. Alle Könige sollen abdanken. Also letztendlich jeder, der Macht hat auf diesem Planeten, mit dem legt er sich gleichzeitig an. Ich kann es verstehen, weil wenn er wirklich einen weltweiten Frieden bringen will, dann muss er gleichzeitig die oberen 5%, die jetzt hier 90% von der Welt besitzen, ja, attackieren oder nicht attackieren ist das falsche Wort, das klingt so nach Krieg oder kämpfen. Na, die unteren 95% auch mit der Uhr hochheben. Weißt Richtig. Du, dass wir alle da auf der gleichen, beziehungsweise es ist ja, das Verrückte daran ist ja, wenn wir das, diese Gleichheit in einem Wert oder im Lebensstandard erreichen, dann wird der Lebensstandard sowas von enorm ansteigen, unvorstellbar, dass selbst die 5%, denen es momentan am besten geht, dass es selbst denen dreimal besser geht. Aber das einerseits sehen die das scheinbar nicht, oder denen geht das, ist das so eine Ego-Geschichte, dass es denen nicht darum geht, dass es ihnen gut geht, sondern dass es denen darum geht, dass es ihnen besser geht als den anderen. Es ist halt das Machthaben über andere. Ja? Also wenn jemand Macht hat über einen anderen und den im Prinzip zwingen kann, irgendwas zu tun, was der eigentlich gar nicht tun will, dann gibt es eben halt eine Art von Leuten, denen dabei einer abgeht, ja, die denken, oh, was bin ich hier für ein mächtiger Typ, ja, ich kann machen, was ich will. Ich meine, das ist ja genau diese pädophilen Geschichte da, ja, die Leute meinen, sie können da Kinder von fremden Leuten entführen, so auf Bestellung und sagen, oh, ja, die gefällt mir gut, bring mir die mal bei. Das ist halt sowas von pervers, also das ist so, ja, die denken nicht mehr in Anführungszeichen normal, so wie wir, ja, die haben eine ganz andere Denke. Da geht es wirklich nicht darum, jetzt noch eine Million zu scheffeln, weil die haben ja schon so und so viele Milliarden. Das kriegen die ja eigentlich gar nicht mit, ob die jetzt eine Million mehr haben auf dem Konto oder weniger. Das spüren die nicht mehr. Aber die spüren eben halt, wenn sie einen anderen, was weiß ich, da runterdrücken können und dem, was weiß ich, sagen, hey, pass auf, du machst jetzt genau das, was ich dir sage, sonst mache ich dich fixen fertig und dann kannst du unter der Brücke schlafen. Darf ich nochmal was dazu sagen? Wolfgang spricht wieder. Diese ganze Pädophilen-Geschichte. Ich glaube, dass der richtige Weg einfach der wäre, dass wir alle diese Pädophilen-Geschichte auslassen und dieser Geschichte dadurch keine Energie mehr zuführen. Und damit stirbt sie von selbst. Das wäre der einfachste Weg. Meine Meinung. Danke. Ja, das Problem ist aber, also ich sage mal, wer Lichter reinbringt, macht den Dreck deutlicher. Und ich glaube, das ist so eine Heilungsphase momentan, dass das hochkommt, der Dreck. Weil diese Pädophilengeschichte, die läuft ja seit Jahrhunderten. Und sie war nie so offensichtlich, denke ich mal, so wie jetzt. Und nur weil niemand darüber geredet hat, weil da nicht darüber berichtet wurde, deswegen ist es ja nicht so, dass es nicht stattgefunden hat. Und gerade dass das
natürlich nicht diese ganze negative Energie, die sollte man natürlich nicht reinbringen. Wobei es natürlich auch in gewisser Weise schwer ist bei so einem Thema. Das ist, wie gesagt, das ist momentan ein Thema, das hochkommt, damit es gereinigt werden kann. Das ist eine Krankheit, das ist wie eine Entgiftungserscheinung, wenn der Körper krank ist, dann kommt der Dreck raus. Und so ist das momentan die Krankheit der Menschheit, die da geheilt wird. Da kommt der Dreck raus. Und das als sowas zu sehen, wie gesagt, nicht negative Energie reinzugeben, aber dass darüber geredet wird, dass es in den Medien jetzt auch immer mehr ist, dass da insbesondere, wie gesagt, ganz hohe Politiker und andere der selbsternannten Elite damit involviert sind. Das sehe ich als gutes Zeichen, dass das rauskommt. Und wie gesagt, das vor 100 Jahren, da hat niemand darüber geredet und es hat trotzdem stattgefunden. Also in dem Sinne, ist es vielleicht einfach momentan der Geist der Zeit. Das hat alles in der römisch-katholischen Kirche schon stattgefunden. Trotzdem bin ich der Meinung, diesen Dingen keine Energie zu geben, ist die beste Entgegnung. Danke. Da gebe ich dir zu 100% recht, Wolfgang. Ich sehe das genauso. Denn das ist, wie gesagt, wenn du ein Gärtner bist, du kannst das Schöne, das Gute und die Wahrheit und was weiß ich pflanzen. Du kannst aber auch Terror pflanzen, du kannst irgendwelchen Scheiß und irgendwas Negatives pflanzen. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, das, was du pflanzt, das erntest du. Und das ist eigentlich, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja, weißt du, es ist halt das eine mit dem anderen verbunden. Wir müssen mit diesem Dreck aufräumen, bevor wir da irgendwo hingehen, geschweige denn in Space. Weil, ja, diese systematische, strukturierte Pädophilie in den obersten Reihen, in den obersten, also an der Spitze der Pyramide beginnend, ja, im Zusammenhang mit der Unterdrückung der Technologie, mit der systematischen Ermordung oder Einschüchterung von Wissenschaftlern. Wollen wir wirklich jetzt mal uns die Pyramide anschauen, von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und dann das Bankensystem, das Zentralbanksystem, Bankensystem, multinationale Regierungen, Militär, etc. etc. In der Reihenfolge müssen wir es von oben betrachten. Ja. Warum hat ein freier Staat, ja, die Bank für internationale Zahlungsausgleich, wir haben ja mehrmals darüber gesprochen, ja, warum haben die eigentlich totale Immunität, strafrechtliche Immunität? Die können machen, was sie wollen. Ja. Es ist ein Staat im Staat, so wie der Vatikan, so wie Washington D.C., so City of London. Wir müssen das, the truth shall set you free. Die Wahrheit macht dich frei. Wir müssen diese Wahrheit ins Tageslicht bringen, weil wir müssen mit dem aufräumen. Es geht ja nicht darum, dass wir Energie dem zuführen. Doch, genau darum geht es, Kevan. Nein, es geht darum, die Realität mal zu erfassen, zu verstehen, ja, und dann ab diesem Zeitpunkt dann, warum glaubst du, ich meine, ist ja, wiederholt der Cash das immer wieder und ist auch ständig auch in diesen Prozessen jetzt in Belgien und so weiter und mit dem Ex-König von Belgien, sonst, man kann es nicht einfach jetzt ausklammern, das geht nicht. Wir müssen uns mit der Realität der Wahrheit, das ist genau das, was nicht passiert ist. Es wurde ständig unterdrückt. Ja? Nicht einfach mal ganz, ja? Pass mal auf, ich will es ganz einfach mal ganz, ganz knapp und ganz kurz runter reduzieren. Der Kelscher hat uns gebeten, bis zum Dritten uns zu konzentrieren auf Liebe und Frieden, zu 100%. Wie ist das möglich, sich zu 100% zu konzentrieren, wenn du Bankenwesen, Terroristen und was weiß ich nicht alles deine Aufmerksamkeit schenkst? Da kannst du nicht 100% bei Liebe und Frieden sein. Das geht einfach nicht. Da bin ich bei dir. Okay, ja. Da machst du jetzt einen Punkt. Okay, ja. Aber dann bleiben wir im Momentum, in der zeitlosen Präsenz und fokussieren wirklich auf das, was er gesagt hat. Nämlich, ja, den Frieden und auf unsere Seelenarbeit. Ganz genau, sonst verlieren wir uns hier ins kleinste Detail. Aber wie gesagt, das Hauptaugenmerk liegt auf Liebe und Frieden.
Ja, the elevation of the souls. Ja, ja. The elevation. Ja, und das ist, da hast du gerade die beiden Punkte verknüpft. Denn das ist genau das, was Herr Kescher sagte, dass wir gerade diesen Leuten, wie den Politikern, den Soldaten, den Pädophilen, den was auch immer, dass wir gerade die erheben sollen. Dass wir gerade denen, die eigentlich die Quelle, und da sind wir nämlich genau an dem Punkt, dass wir nicht negative Energie reinpacken, sondern dass wir gerade denjenigen, die es scheinbar am meisten brauchen, diese Erhebung geben und nicht den Hass. Genau, weil dann die Seele diktiert das Verhalten, weil wenn wir sie mit Liebe und mit bedingungsloser Liebe sättigen, übersättigen, dann das ist das Ziel, ja, dass die Seele das Verhalten und die Physikalität dann letztlich selber dann steuert und kontrolliert. Dann brauchen wir uns ja einfach dann nicht mehr den Kopf darüber zu brechen, was die mit ihrem... Ja klar, und was kann dir denn letztendlich, wirklich, wenn alles schief geht, dir können sie sein Haus wegnehmen, dich können sie kündigen, die können dich erschießen. Du verlierst zwar deine Existenz und du verlierst auch deinen Körper, deinen Anzug oder was weiß ich, was man dazu sagt, aber deine Seele, das ist das, wo es drauf ankommt, da können sie nicht ran, die ist unantastbar und das ist das, was letztendlich zählt. Ja. Ich möchte da vielleicht auch noch mal kurz reingrätschen. Guten Abend zusammen, Ulrich. Das ist mir ein bisschen zu kurz, die Diskussion. Das geht nicht darum, das eine oder das andere. Wir müssen Bewusstsein schaffen, oder ich versuche das zumindest, Bewusstsein zu schaffen für beide oder für drei Dinge eigentlich. Die Menschen sollten irgendwann mal echt wach werden und sollten dieses Mistgeldsystem endlich verstehen und die Ursachen dieses Sündenfalls endlich zu sehen und zu entdecken. Diese ganzen Kriege, die Hungersnöte, diese Umweltzerstörung, alles das wird bedingt durch das Geldsystem, so wie wir es haben. Und dazu müssen die Menschen wach werden. Und die Energie da reinzustecken, ist sinnvoll. Zweitens, das ist kein Widerspruch durch die Lehre von Herrn Kesche, auch durch Jesus Christus und verschiedene andere, sind wir aufgerufen, in uns zu ruhen und Liebe zu geben. Alles das ist absolut richtig und widerspricht dem Erstgesagten überhaupt nicht. Und wenn wir mit den Menschen diskutieren oder denen die Botschaft überbringen und die lehren, dann müssen wir eben verstehen, dass das ein und das Gleiche ist, dieses Geldsystem bewusst zu machen und die Cash-Technologie voranzubringen. Das ist kein Widerspruch, das ergänzt sich und bedingt sich. Absolut, trennt es nicht, ihr kommt sonst nicht weiter. Man zerreißt sich zwar zunächst mal, aber am Ende ist es unabdingbar, beides zu tun. Und drittens, wenn wir unsere Seele eben bringen wollen, dann können wir nur unseren Seelenfrieden und unsere Seele finden, wenn wir beide Dinge offen machen und sehen mal. Und dann gehört die Pädophilie, wie du, mein Gott, ihr wisst schon, was ich meine, dazu. Das können wir nicht verschweigen. Auch die anderen Straftaten dürfen wir nicht verschweigen. Da geben wir keine Energie rein, sondern wir bringen einen Anfangsverdacht oder wir bringen ein Thema zur Sprache und andere Menschen können gute Energie dazu führen. Die Summe der guten Energie muss dann überwiegen und dann wird die Seite stärker. Es ist kein Widerspruch. Alles das miteinander. Und dann kommen wir da raus und das sollte möglichst schnell passieren. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und die Technologie von Kesche befreit uns entweder komplett davon, aber ich glaube, das dauert zu lange. Wir müssen auf der anderen Seite unser Geldsystem ausnocken. Und da gibt es auch viele Dinge, die wir da tun können. Danke.
Ulrich, da gebe ich dir zum Teil so ja auch recht. Man sollte immer nicht nur das Gute sehen, sondern auch das Böse. Und am besten ist sich in der Mitte verhalten, damit der Strom immer weiter fließt und nicht zum Stillstand kommt. Aber letztendlich ist es so, damals zu Jesus-Zeiten, da hatten die Römer Brot und Spiele, um die Kameraden abzulenken. Und was haben sie heute? Heute haben sie Handys, Smartphones, Terroristen, Bankenwesen, hast du nicht gesehen. Heute ist der Luzifer tausendfach unterwegs, so nur um von den richtigen, normalen Sachen abzulenken. Das ist meine Meinung da dazu. Und wie gesagt, wenn du was in dein Leben holst, dann fokussierst du es auch und dann bist du nicht mehr zu 100% bei deiner Sache. Und die Sache sollte wirklich nur Güte, Liebe und Wahrheit sein. Wir kommen da nicht raus, wenn wir nicht diese Ursache zeigen. Die Ursache fügt dem Bösen keine Energie zu, sondern wir machen die Summe dazu, dass die gute Seite stärker wird. Und nur vom Verschweigen ist noch nie was besser geworden. Da bin ich nicht bei, gehe ich auch nicht mit. Im Moment bin ich noch dabei. Das ist kein Verschweigen. Das ist wirklich kein Verschweigen. Gottes Willen. Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen. Es geht wirklich darum, schau, die allermeisten Leute, die haben ja nicht mal eine Ahnung, dass sowas überhaupt real ist. Reden wir einfach mal über die Ermordung von Wissenschaftlern oder Unterdrückung, Einschüchterung von Wissenschaftlern, Erfindern, Ingenieuren, die eben, ja, ich meine, Mensch, Kevan, guck mal, hier gucken 64 Leute zu. Das wissen wir doch alle, die hier zugucken. Wir kennen doch das. Die wissen es doch. Warum glaubst du, redet dann der Cash die ganze Zeit darüber? Warum? Glaubst du, das macht ihm Spaß? Er muss ein Bewusstsein dafür schaffen, das ist die Realität. Nur ja, mit der Intention, diese Souls, diese Seelen zu stärken, zu sättigen mit so viel Liebe, dass letztlich die Seele ihre Physikalität, ihr Verhalten steuert und letztlich die werden sich selbst, ich meine, entweder sich selbst zugrunde richten, sich aufhängen oder hoffentlich dann in irgendeiner Weise. Man weiß ja nicht, was mit diesen Seelen überhaupt ist. Die haben so viel von sich selbst gestohlen, dass sie, ja, man weiß, es ist vollkommen egal, was mit denen passiert. Aber sie werden sich selbst, wir brauchen da eh nicht mehr urteilen. Aber dennoch, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann einfach, wir müssen über diese Realität der Wahrheit irgendwie Licht reinbringen. Weil sonst ist schon wieder so ein fragmentierte, tabuisierte Geschichte wieder, ja. Die ganze Menschheitsgeschichte ist so, ja. Das beginnt in der Schule, im Kindergarten, im Mutterleib. Warum denn wohl? Warum ist denn die Geschichte der Menschheit so? Dass wir daraus lernen sollen. Du glaubst davon nicht, dass ich ja, das. Ja, aber dazu brauchen sie Fakten, dazu brauchen sie Wissen, dazu brauchen sie Transparenz. Ja, das können wir doch aber jetzt hier nicht als 64 Hanseln, die wir jetzt hier dabei sind. Wir wissen es doch. So, jetzt guck doch mal Querdenker.tv, Joe Konrad, Bewusstseins.tv, Wissensmanufaktur, was es alles gibt. Das Netz ist doch voll da davon. Es steht doch jedem frei, sich dort schlau zu machen und nicht. Und was macht die Mehrzahl? Die spielen mit ihren Handys rum oder vertrauen den öffentlichen Medien. Wir reden unsere Käse-Sache hier für unsere Leute, die es wissen, schon kaputt da damit. Weil der eine oder andere schon, zum Beispiel ich, mir wird das schon langsam zu bunt. Weil, wie gesagt, ich weiß das alles schon zu tausendfach. So, und die Leute, die ich erreichen will oder die man erreichen gerne würde, erreicht man hierzu nicht. Und ich wiederhole mich nochmal. Keisha sagt bis zum 3. August, Fokus, Frieden und Liebe. Was machen wir? Wir fetzen uns hier wegen irgendwelchen Mist. Wir fetzen uns nicht, jeder sagt seine Meinung. Nein, wir bauen schon neue Strukturen auf. Das ist doch das, was die Wirtschaftsindustrie will. Wir haben alle irgendwo das Wissen, ja, die jetzt da sind, denke ich mal, wir sind irgendwo auch aufgeschlossen und offen und haben selber recherchiert und so weiter. Nur natürlich, was wir nicht machen sollen, ist ankämpfen. Sobald du zum Kämpfen beginnst und zum Streiten beginnst, hast du schon verloren. Das heißt, wir bauen jetzt mit diesem Wissen, mit dieser Weisheit, mit diesen Intentionen kollektiv neue Strukturen auf und eine neue Evolution quasi, ein neuer Zyklus, damit die alten von selbst obsolet werden natürlich. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, das ist jetzt nicht einmal eine Meinungsverschiedenheit. Es geht jetzt gar nicht darum, das jetzt einfach zu ignorieren. Wir können das nicht ignorieren. Wir müssen den Menschen dennoch den Hintergrund auch irgendwo aufzeigen. Warum, wieso diese Technologie noch immer? Wir hätten schon vor 100 Jahren mit Tesla eine vollkommen andere Linie fahren können, eine vollkommen andere Zivilisation haben können. Warum ist
ist es nicht passiert. Ja? Weil die gleichen Entitäten oder Kontrolleure wieder in der gleichen Position waren. Ja? Unterdrückung, Einschüchterung, Ermordung oder was auch immer. Oder Schubladisierung oder wie auch immer. Ja? Siehst du, und da hast du jetzt die Möglichkeit, in diesem Augenblick da was dran zu ändern, indem du Liebe und Frieden und Harmonie rausgibst und nicht von Tesla anfängst, was schon Geschichte ist und was man nicht mehr wegmachen kann. Es geht einfach nicht. Nur jetzt, dieser Augenblick zählt, das ist Bewusstsein. Jetzt können wir was machen. So, und da brauchen wir uns nicht über Bankenwesen aufzuregen und über irgendwelche anderen Mist. Das ist meine Meinung. Das muss nicht sein. Das, was heute zählt, werde ich morgen wieder kriegen oder übermorgen oder wann auch immer. Aber ich lege den Stein jetzt. Sorry, ich bin ein bisschen spät dazugekommen. Ich weiß nicht, hattet ihr schon über konkrete Lösungsideen gesprochen? Bezüglich YouTube oder Facebook bestimmte Seiten zu blockieren oder Briefe zu schreiben an den Premierminister, wie heißt das in Deutsch, Bundeskanzler und dergleichen? Kannst du gerne nochmal darauf eingehen. Was ich kurz erwähnt habe, ist, dass Herr Kesch sich mehr gewünscht hat, eine Beteiligung im Sinne von, wenn jetzt diese Falschbeschuldigungen jetzt über Facebook oder YouTube oder sonst was laufen, dass man sich da auch entsprechend auch beschwert und nicht einfach das so stehen lässt. Und dass, wenn das halt tausende Menschen machen, also wenn da, es geben ja auch diese Beiträge rum, wo wir als Opfer der Cash Foundation bezeichnet werden oder selbst als Betrüger oder was auch immer, und dass man das nicht halt einfach so stehen lässt. Also ich, das ist der Hans-Rudolf nochmals, also ich kann was sagen, was wir in der Schweiz gemacht haben. Der Thomas Kunz hat mit einem Mitglied vom Rat, haben sie einen Brief aufgesetzt, einen öffentlichen Brief an unsere Bundespräsidentin, und der wird veröffentlicht, und wir wurden gebeten, in der Schweiz das überall zu verteilen, über Facebook oder über andere Kanäle, die wir haben, also alle Schweizer Mitglieder können das tun, mit diesem Brief den zu verbreiten. Das ist ein öffentlicher Brief, der geht nicht persönlich an die Bundespräsidentin selber, sondern er wird öffentlich, wird er aufgelegt. Ja, das ist eine super Idee, was der Tom da auf die Beine gestellt hat. Ich glaube, wir warten noch auf die, wenn ich recht verstanden habe, darauf, dass der Brief nochmal gecheckt wird oder die Briefe, die rausgehen, damit wir alle ungefähr was Einheitliches haben, so wie ich das verstanden habe. Aber die Idee ist gut und der Brief ist ganz toll, ja. Und zusätzlich machen wir nächsten Sonntag, machen wir von allen Schweizern, Cash-Freunden, machen wir eine Meditation. Wir sind den ganzen Tag zusammen, sprechen miteinander, führen eine Meditation durch für den Frieden. Das ist unser Beitrag. Ganz toll. Danke dir. Hat sonst noch eine Erfahrung, wie man Seiten blockiert oder wo man sich, an wen man sich wendet? Ich habe sowas noch nie gemacht. Das sind verschiedene Sachen. Also Seiten blockieren. Du kannst natürlich bestimmte Dinge gar nicht nutzen, wie YouTube, Facebook, Google, sonst was, Microsoft, Apple, was da nicht alles zugehört. Auf der anderen Seite kann man, wenn man jetzt innerhalb von Facebook, kann man Beschwerden einreichen. Man kann sogar so weit gehen, dass man einen Anwalt einschaltet. Also man kann Blocker-Software installieren, dass bestimmte Webseiten rausgefiltert werden oder was auch immer. Also es kommt darauf an, was man da bezweckt. Wäre ja schön, wenn man diese Kanäle, wo Leute jetzt als Opfer dargestellt werden, die vielleicht gar keins sind, irgendwo auch wieder schließt. Oder? Ja, dafür müsste man sich zunächst erstmal beschweren bei den entsprechenden Betreibern, beim Webmaster oder bei Facebook, wenn das über Facebook läuft. Da gibt es, glaube ich, auch in jedem Beitrag so eine Funktion, dass man das melden kann. Und wenn das, wie gesagt, sich 1000 Menschen beschweren oder melden einen Beitrag, dann wird auch irgendwas passieren. Und ansonsten steht natürlich der Rechtsweg auch offen, ne? Ja, okay, ja, danke.
Gibt es sonst vielleicht noch jemanden, der hier Erfahrung hat mit oder der Verbindung hat mit der Presse oder irgendwas? Schade. Naja, ist die Frage, was du mit Presse meinst. Naja, allgemeine Berichterstattung, was so vor sich geht jetzt, weil man hört natürlich immer noch sehr wenig. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, bei uns ist überhaupt nichts. Was in welchem Bereich vor sich geht? Was überhaupt Cache-Technologie betrifft oder jetzt auch die Bewegung Richtung Weltfrieden in Anführungsstrichen. Ja, also die, sag ich mal, Massenmedien, die haben ja auch, sag ich mal, unterstehen ja auch gewissen Interessen. Und wenn das dieses Thema da sich irgendwie reinschleicht, dann entweder negativ oder wenn positiv über die Technologie oder sonst was geredet wird, dann wird die Cache Foundation damit nicht in Verbindung gebracht. Das heißt, es wird dann, ich habe mal einen Bericht gesehen, wo das für mich vollkommen danach aussah, dass da ein Cache Foundation Heilstift verwendet wurde, auch wenn der ein bisschen anders verpackt wurde. Man hat es sogar Plasmastift genannt. Aber es ist in keinster Weise mit der Cache Foundation in Verbindung gebracht worden. Also ich denke mal, dass man da in den, sag ich mal, wirklich Massenmedien, die was von der Cache Foundation hört oder der Friedensbewegung oder so weiter, da würde ich jetzt erstmal, sag ich mal, in nächster Zeit nicht unbedingt mit rechnen. Aber das brauchen wir auch nicht. Es gibt ja so viele andere Portale. Wenn man die Massenmedien, die verlieren ja sowieso immer mehr Aufmerksamkeit. Von daher, warum nicht einfach umgehen, und es gibt genügend andere Medien. Ja. Können wir uns da irgendwie organisieren oder hat noch jemand Ideen? Ja, was hast du jetzt konkret da im Sinn? Ja, das ist eigentlich nur ein bisschen Brainstorming hier. Ich habe auch keine Idee. Ich finde die Idee, einen Brief zu schreiben, ganz toll. Das ist ein super Anfang und auch auf Facebook Sachen zu verbreiten. Oder ja, das, genau das. Und die, sag ich mal, alternativen Medien, die schreiben ja über die Cache Foundation auch. Na, also da ist darüber auch zu lesen und zu hören und Interviews und Videos und so weiter. Da ist es ja ein bekanntes Thema. Aber wie gesagt, die Massenmedien, in der Bild-Zeitung wirst du das wahrscheinlich erstmal nicht lesen. Aber die Frage ist auch, inwiefern ist das relevant? Wer lieber die Bild-Zeitung lesen will, da ist ja für sowas vermutlich eh nicht offen. Und in dem Sinne, warum? Also, stell dir vor, mit der Bild-Zeitung würdest du richtig Leute erreichen. Ja, aber wie gesagt, das ist so eine Eigendynamik. Aber wie gesagt, die anderen Alternativen, die berichten ja so oder so davon. Und ja, die Sache natürlich mit Briefen schreiben, das, sag ich mal, kann nie falsch sein. Zumindest wird da gezeigt, dass da ein Interesse besteht und dass sich Leute dafür zusammentun. Das wird sowieso unterschätzt. Unterschriftensammlungen und Leserbriefe werden unterschätzt. Ein Leserbrief zählt als etwa 1000 Lesermeinungen. Das ist in den Medien. Ist das eine sehr hohe Bewertung, ein Leserbrief. Also wenn man glaubt, man als Leserbrief oder ein Brief an Politiker oder wie gesagt Medien oder sowas hat keine Bedeutung, das hat durchaus Bedeutung, weil die meisten Menschen ja sowas gar nicht überhaupt schreiben. Und deswegen wird eben ein Leserbrief als etwa 1000 Lesermeinungen gewertet. Und wenn sich jemand die Mühe macht, einen Brief zu schreiben, sei es an Politiker oder sei es an Medien, dann das ist die einzige Möglichkeit oder eine der wenigen Möglichkeiten, die haben, einen Kontakt zu der Leserschaft, um überhaupt zu wissen, was denken die Leute überhaupt von dem, was wir so tun. Das heißt, es wird schon bedacht. Nur, und das jetzt gemeinsam zu organisieren, und das ist ja auch eine energetische Organisation, dass man sich da zusammentut, an einen Strang zieht und dann auch wenn ich natürlich, sag ich mal, nicht unbedingt das Vertrauen in die Politiker habe, dass die jetzt Hurra schreien und dann sofort hier, was weiß ich was, Frieden
herbeibringen oder was auch immer. Aber deswegen ist es trotzdem nicht falsch, es zu tun. Das ist so, wie Herr Cash auch nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass der, als er den Magrav-Reaktor der den Regierung zur Verfügung gestellt hat, dass die jetzt sofort den Reaktor überall einführen. Aber er hat das er hat den Gedanken rausgebracht und er hat dieses, es ist einfach bekannter und die wissen, dass sie, ich sag mal, ab einem bestimmten Punkt kommen die Industrien, die Politiker, die Pharmaindustrie, aber auch die Religion und so weiter, die kommen an einen Punkt, wo sie erkennen, dass sie nicht das ständig weiter ignorieren können und dass sie dann, anstatt, dass jemand den komplett die Kontrolle wegnimmt, weil zum Beispiel die Massenmedien ja auch komplett ihr Vertrauen verloren haben, also die wenigen Leute, die den Massenmedien noch vertrauen, und stattdessen müssen die irgendwann auch reagieren oder irgendwann auch, sage ich mal, anders berichten oder anders entsprechend reagieren. Und da helfen eben solche Leserbriefe an Politiker, an Medien, an sonst wen. Ja, es ist ja auch so, dass wie gesagt, Massenmedien, die sind stark kontrolliert. Bild-Zeitung oder was auch immer. Oder die Fernsehsender. Und das, was man dann im Leserbrief schreibt, wenn man über die Cash-Foundation schreibt oder den Friedensprozess, da würde ich, sage ich mal, nicht mit rechnen, dass das in irgendeiner Weise ausgestrahlt wird. Aber oftmals ist das so, dass die Journalisten, die sind auch nicht unbedingt zufrieden mit der Position da. Dass sie da Verträge unterschreiben müssen, dass sie bestimmte Dinge nicht sagen dürfen. Oder dass sie auch die Journalisten teilweise wollen Dinge veröffentlichen, die dann von der Redaktion gesperrt werden. Also die Bewegung, etwas verändern zu wollen, die ist sehr groß, auch innerhalb dieser Betriebe. Und diesen Leuten zu zeigen, dass da die entsprechende Nachfrage auch ist. Ich meine, wir kennen das doch in unserem eigenen Umfeld, dass vielleicht 9 von 10 Leuten da nichts von halten oder nichts von wissen wollen. Aber die Unterstützung zu hören von den anderen 10%, das kann motivieren, einfach weiterzumachen, zu sehen, die Nachfrage ist da, andere Leute wollen das auch, andere Leute sehen das auch oder was auch immer. Und wie gesagt, die Leute, die für etwas verbessern wollen, die gibt es überall. Die gibt es auch in den Massenmedien, die gibt es auch in der Politik, die gibt es überall. Auch in der Wirtschaft. Und auch im Militär. Also wie gesagt, überall. Ja, da müssen wir nur gucken, wie wir uns irgendwie organisieren, oder? Nur, sorry. Ja, das ist halt der Punkt. Das ist die Überlegung, was möchte man machen oder was hält man für sinnvoll. Und, ja. Ja, ich bin es nochmal, Micha. Ich denke mal, das Sinnvollste ist es, wirklich unserer Seele zu vertrauen und, ich sage es nochmal, für Liebe und für Frieden, uns da 100% drin zu gehen. Die anderen Geschichten können wir trotzdem letztendlich irgendwie machen, wenn er einen Gedanken hat, aber wir sollten uns dann nicht darauf versteifen, weil, wie gesagt, dann sind wir wieder nicht mehr zu 100% bei der anderen Geschichte. So, das war es dann auch von mir und ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ja, auf jeden Fall natürlich nicht mit Sorgen oder mit Frustration oder sowas da rangehen. Mit allem, was man tut, das ist so, wenn man, das ist ja genau das Problem in der Welt, dass man versucht, mit Krieg Frieden zu schaffen. Oder zumindest so das behauptet. In dem Moment, wo wir den Gegner vernichten, dann haben wir Frieden. Das ist natürlich Blödsinn. Das heißt, mit all dem, was man tut, dass man da auch die entsprechende Energie reintut und nicht, dass man einen lieben Brief schreibt, aber mit Wut ihn schreibt oder sowas. Also das ist natürlich auch etwas, worauf man achten muss. Nicht nur auf das, was man in der Welt tut, sondern auch das, wie man es tut und was man da reinsteckt.
Okay, dann bedanke ich mich. Und wie gesagt, die öffentlichen Workshops, die gehen weiter täglich, also zumindest wochentags. Und da könnt ihr gerne natürlich auch dabei sein. Es ist aber jetzt englischsprachig und dienstags machen wir, also treffen wir uns doch zu den privaten, also nicht Schulungen, sondern wir nutzen das halt das Thema entsprechend, um uns darüber auszutauschen. Also dienstags wieder 19.30 Uhr und sonst die öffentlichen Workshops donnerstags, die sind immer, also auch nächsten Donnerstag wieder. Und jetzt nächsten Montag um 20 Uhr ist der englischsprachige oder internationale, in allen Sprachen internationale Austausch für Erfahrungsberichte. Und das ist unter der Zoom-Nummer 704-914-437. Da könnt ihr gerne auch dazukommen und eure Erfahrungen teilen, beziehungsweise das hören, was andere zu teilen haben. Und in dem Sinne bleiben wir dabei, setzen uns für Frieden ein und wenn jemand dazu konkrete Ideen hat oder was oder sich organisieren möchte, dann können wir uns da gerne austauschen oder auch was dazu zeigen möchte oder berichten möchte, dann gerne auch wieder nächsten Donnerstag. Und ja, das war der 68. Deutschsprachige Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 6. Juli 2017. Und ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Gute Nacht. Danke dir, gute Nacht. Danke, Mario. Gute Nacht.